Sie hat auch keine Probleme, den zu fangen. Ja, Dave Burns macht das natürlich da mit all seiner Erfahrung. Hat da keine Probleme, den Ball unter Kontrolle zu kriegen, aber schaut im ersten Moment natürlich etwas tricky aus. Ja, somit das erste Aus für die Athletics, aber Läufe auf 2 und 3. Und Christian Tomczyk at bat kann jetzt hier die nächsten Runs reinholen. Und swing and a miss, aber der Ball geht zwar durch, aber Runner entscheidet sich dagegen, Richtung Home zu laufen. Richtige Entscheidung, meiner Meinung nach. Chad Law hält sich hier zurück. Hätte es auch, glaube ich, nicht auf die, auf die Homebase geschafft. Ja. Der Ball ist nur anderthalb Meter hinter André Gruber, der ihn schnell findet und unter Kontrolle hat. Ja, und auch in der Situation bei einem Aus nicht unbedingt notwendig für ihn hier unbedingt scoren zu wollen, in dieser Situation. Das stimmt, ja. Das ist richtig. So, und die Wonders schlagen munter weiter. Diesmal ein sicheres Play von Felix Müller. Aber ein Routine Play, aber er scored den Run. Chad Law hier home. Zum Fanbook der Wanderers. Ich verliere schon meinen flüssigen Sprachstil sozusagen. Bin geschockt. Ja, ist natürlich ein Start nach Mars für die Vienna Wanderers. Also ganz stark hier direkt 2-0 in Führung zu gehen. Nun zwei aus. Christian Tomczyk hat da seinen Job erfüllt, hat den Run nach Hause gebracht. Ist zwar aus auf der ersten Base, aber das ist kein Problem. Und somit jetzt Georg Stemmer. At bat, der Right Fielder, der junge Mann, der ist erst 17, wird jetzt versuchen, auch noch den dritten Run nach Hause zu bekommen. Aber dafür wäre ein Base-Hit wichtig. So, mit 1 und 1 der Count. Wieder hoher Fastball, Strike. Die Marker nicht. Er wirkt auch nicht unsicher oder so. Er dürfte nur vielleicht dieses Quäntchen vielleicht langsamer sein, vielleicht dieses Quäntchen mehr in der Mitte der Platte. Die Wanderers schlagen ihn auf jeden Fall relativ gut. So, jetzt aber das Strikeout. Ich sollte öfter sowas sagen und die Leute kritisieren, dann setzen sie ein Statement und berichtigen mich. Steven Johnson kommt damit raus mit nur 2 Runs. Hätte auch schlimmer werden können hier Anfang des Auf jeden Fall, ja. Ja, aber aus Wanderers Sicht will ich mich auch nicht beschweren. Aber jetzt sehen wir auch die Line-Up der Wanderers, die eingeblendet wird. Wie eben schon erwähnt, der Severin Schütz schlägt als erstes, der Second Baseman. Catcher Chad Lauer als zweiter Schlagmann. Nummer 3 Andrew Oberthaler im Left Field. Nummer 4 Felix Zimmerle, der DH. Nummer 5 Christian Tomczyk, First Base. Nummer 6 Georg Stemmer im Right Field. Nummer 7 Christoph Oscher, der Third Baseman. Nummer 8 Benjamin Husti, der Shortstop. Und abschließend Nummer 9 Armin Mani, der Center Fielder. Ja, wie schon gesagt, kaum Veränderungen im Team der Wanderers. Nur der Christian Tomczyk ist auf die erste Base gerückt und Max Wenger pitcht. Dafür die Age Felix Zimmerle. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob der Max weiterhin so brav werfen kann wie halt im ersten Inning und auch letztes Wochenende. Macht da bisher wirklich einen guten Job. Ich habe noch unter der Woche mit ihm geredet. Er war sehr unzufrieden mit seiner Leistung, dadurch, dass es ihn halt so an ihm genagt hat, dass der Dave Burns so einen Grand Slam Homer über den Zaun gehauen hat, aber nichtsdestotrotz wirklich eine gute Leistung von dem jungen Mann, der hier auf dem Mount steht. Ja, voll deiner Meinung. Er hat uns, glaube ich, beide, wir haben ihn auch zur Genüge gelobt letzte Woche. Wir waren beide sehr, also ich sowieso, ich kenne ihn ja eigentlich relativ wenig. War sehr überrascht, was er da mit seinem Alter schon leistet in diesem Finale. Jetzt haben wir direkt das Duell. David Burns gegen Max Wenger. Genau so ist es, wie gerufen. Wie schon gesagt, ich habe einen Slider. Sieht der Dave Burns heute nicht mehr. Naja, aber einen Flugball Richtung Left Field. Dürfte aber zu kurz sein, um da irgendwie Schaden anzurichten. Andrew Oberthaler mit einem Diving Catch im Left Field. Wahnsinn. Dafür steht er dort, der Amerikaner. Ärgert sich noch, weil er den Ball nicht so gut gelesen hat, aber kein Problem. Guter Einstand. Ja. Das sind die schwierigen Outs, da haben wir schon drüber geredet, dass jetzt natürlich mit dem Flutlicht das alles ein bisschen schwieriger ist für die Outfielder, nur für das ganze Team. Aber der Andrew macht das hier seiner ganzen Klasse. Ja, ist definitiv ein Faktor mehr, der hier zu den Fehlern beitragen können oder beitragen kann, die das Spiel entscheiden können. Unser Lugi hat uns jetzt hier auf Facebook, der wird nicht müde, uns Fragen zu stellen und fragt, welche Pitch-Optionen es bei welchen Spielen noch für das morgige Spiel 5 geben wird. Wir haben es vorher schon kurz durchdiskutiert eigentlich. Also es war bei den Athletics gab es ja die Entscheidung Walter Strasser oder Ryan Rupp in Spiel 3 und 5.
Steven Johnson relativ klar hier in Spiel 4. So, in der Zwischenzeit ein Routing Ground Ball von Horst Efferdinger zum Shortstop und zum Chili. Erstes Aus. Genau, Christian Tomsig, keine Probleme, pickt den Ball noch und damit sicheres zweites Aus. Ja, ansonsten, also die Athletics haben jetzt noch auf der Bank unbenutzt dieses Wochenende. Setzen eben den Walter Strasser als potenziellen Starter, würde ich jetzt mal sagen, gibt aber auch die Möglichkeit, Florian Wilhelm das Spiel starten zu lassen und Walter Strasser vielleicht in brenzligen Situationen reinzubringen als Reliever. Und es gibt auch noch, das sind die beiden Vollblut-Pitcher, die sozusagen noch über sind. Gibt aber einige Utility-Player, die auch sehr gut pitchen können, auf die man aber vielleicht nur zurückzugreifen würde, wenn der Bullpen wirklich ausgeht. Wie ist es bei euch? Auf jeden Fall. Ich muss noch dazu sagen, bei euch, der Paul Astl ist ja. Ja, du hast recht, mit hast recht. Von der Partie natürlich auch ein altbekanntes Gesicht in Baseball Österreich. Der Leihspieler von den Schwarz Tigers ist, glaube ich, auch guter Pitcher, der da jederzeit noch irgendwo mit hineinkommen kann. Ja, den habe ich völlig zu Unrecht momentan gerade nicht am Radar gehabt. Kein Problem. Ja, unglaublicher Zugewinn. Auf jeden Fall, ja. Aber zu den Wanderers zurück. Also ich hatte ja schon gesagt, entweder Herr Max Wenger oder der Christoph Arners würden das zweite Spiel starten. Jetzt, wo der Max am Mount steht, glaube ich, klare Angelegenheit, dass der Christoph Arners morgen das Game 5 starten wird. Und ansonsten haben wir noch auf der Bank den Sascha Kotraba, der Lefty, der auch letztes Wochenende als Reliever reingekommen ist. Außerdem Alessandro Valido, letzte Woche auch relieved im ersten Spiel. Und den Fabian Hirnschall, der Infielder-Pitcher, der, ich schätze mal, eher auch im Relief pitchen wird. Aber es sind einige Optionen da. Wieder. Rafi Meyer trifft hier genau die Kante der Homeplate und ist auch safe. Ja, schwieriges Play für Chili Tomsig. Schafft hier nicht den Ball Richtung Erste rüber zu bringen. Ja, war verdammt schwer. Ball verspringt komplett. Er muss da einen langen Weg machen, weil er direkt vorne an der Grasnarbe abprallt, der Schlag vom Rafi Meyer, und kann ihn dann einfach nicht mehr unter Kontrolle bringen. Und damit Rafi Meyer auf der ersten Base bei 2 aus. Nun André Gruber am Schlag. Ja. Abgeschlagener Ball trotzdem vom Raffi, wenn der die Kante nicht trifft, ist der vielleicht auch durchs Infield durch, ja, von der Richtung her. Ja, ja, wie wir schon, oder wie du schon im ersten Spiel gesagt hast, ja, jeder Kontakt vom Raffi Meyer, ja, ist wirklich ein lauter Knall hier direkt vor unserer Kommentatorenbox. Also der ist on fire. Ja, zuvor auch der Foulball knapp Richtung Third Base im Out, also im Foul Territory. Auch der wieder. Also irgendwas muss es mit dem Schläger zu tun haben, ich kann mir das fast nicht vorstellen sonst. So, Stealing-Versuch, aber. Auf den Wurf vom Catcher Chad Lauer. Fantastischer Wurf. Dann Rafi Meyer außer an der zweiten Base. Und die Wanderers lautstark freuen sich über das Play. Ja. Ja. Das, was man da im Hintergrund hört, sind die Wanderers. Also, die sind super pumped natürlich nach so einem Cold Stealing auch. Rafi Meyer doch nicht der langsamste. Lange Füße und auch schnell und kräftig. Aber da war er deutlich aus. Ja. Hat einen guten Jump gehabt auf den Wurf von Max Wenger. Aber der Wurf von Chad Lauer. Mal wirklich erste Sahne, direkt auf die zweite, und Sebi Schütz muss nur noch den Handschuh hinhalten und damit das dritte aus. Ja, ich bin trotzdem einverstanden hier mit der Entscheidung von Dave Burns, auch bei 2 aus. Edbett war hier der André Gruber. Der André Gruber, gut, ja. der kann das auch als Leadoff-Hitter im nächsten Inning noch machen. Man muss da riskieren, ja, 2 aus. Sehe ich auch so, und generell, wir haben im ersten Spiel haben wir halt kaum Smallball, kaum Bunts, gar keine Steals gesehen. Ich glaube, das ist auch ein klares Signal, man muss halt jetzt einfach, man versucht ein bisschen undurchsichtiger zu werden und einfach andere Aktionen zu schaffen, indem man mal eine Base stiehlt und mal den Ball vielleicht halt kurz spielt. Diesmal nicht geklappt, aber gute Entscheidung. Genau so ist es. In der Zwischenzeit haben wir die Umpire wieder eingeblendet gehabt. Die haben rotiert. Andreas Pickler ist jetzt im Spiel 4 hinter der Platte zu finden und sorgt für Strike und Ball Calls. Auf der First Base jetzt Ossi Scharf und Third Base Umpire Drawetkowski. Ja, es ist schon kalt, meine Zunge ist schon. Ja, ist ein schwieriger Name. Ich sage immer nur David. Ja, das ist leichter. Du machst es nehmen. Da gehe ich kein Risiko ein. Als Scorer oben nach wie vor Michael Walland, der uns hier auch über die Anzeigetafel immer zeitnah mit knappen Score-Entscheidungen versorgt. Genau, jetzt Christoph Hoscher, der Third Baseman, at bat. Satter Schwung, aber. Anschlag für die Wanderers jetzt am Anfang des zweiten Innings, Christoph Hoscher. So, schauen wir mal, ob die Wanderers wieder direkt Base Runner produzieren. Schlag up the middle.
Ja, und jetzt ein schwieriges Play wieder für Martin Gruber. Der Ball verspringt sich fast bei jedem Groundball heute. Mhm. Ich habe es auch jetzt beim Aufwärmen der Spieler gesehen. Sogar diese Warm-up-Groundballs, die der First Baseman in Richtung seinem Infields da wirft, die verspringen sich und die Spieler haben echt Probleme, die zu fliegen. Ja, das Problem bei der Spielanalyse ist einfach die Grasnarbe doch um einiges höher als der Dirt und das macht es verdammt schwierig, die Bälle einfach gescheit zu fielen, weil sie halt immer wieder verspringen. Ja, es ist für beide Mannschaften gleich, also es wird da die Mannschaft das bessere Ende finden, das sich am besten an diese Situation anpassen kann. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt sehen wir Benjamin Husti at bat, der Shortstop, der schon mit zwei Strikes zurückliegt, bei einem aus. So, schauen wir mal, was Steven Johnson daraus macht. Na, ein Ball outside. Ja, er scheint jetzt auch etwas seinen Rhythmus gefunden zu haben. Man merkt es auch an der Geschwindigkeit der Fastballs hier. Ich habe auch letztes Wochenende schon angesprochen, dass er ja ein Pitcher ist, der durchaus mit der Länge des Spiels besser wird und jetzt wieder hier ein Error. Das Mittelinfield für meinen Geschmack wartet etwas zu lange hier hinten auf diesen Ball. Die müssen den chargen. Sie wissen mittlerweile, dass sich der Ball sehr, sehr gerne verspringt hier im Infield. Da muss ich versuchen, den im Gras zu erwischen. David Wolfmeier ein bisschen zu passiv. Hat auf den Ball gewartet. Kann ihn dann aber auch nicht unter Kontrolle bringen. Er springt von der Brust ab und damit Benjamin Husti safe auf der ersten Base. Nun bei einem aus Armin Mani, Centerfielder bei seinem ersten At-Bat. Armani auch direkt mit dem Schlag, aber genau auf David Wolfmeier. Und dieser, der streckt sich hier, fängt den Ball und versucht mit der Fußspitze noch richtig Second Base zu kommen. Schafft das auch, damit der Leading Runner der Wanderers mal out. Genau. Zwei aus damit und Armin Mani ist safe auf der ersten Base. Jetzt der Leadoff, Sevi Schütz beim ersten At-Bat mit einem Four-Ball-Walk. Ja, Entschuldigung. Ein kurzer Nieser. So. Ball inside. So, Sevi Schütz holt sich noch die Signs ab. Ja, und ich glaube, wir hatten gerade tatsächlich eine Wiederholung, oder? Ja. Also ich bin gerade schwer begeistert von unserer Technik. Ich wusste nicht, dass wir das schon können. Fantastisch. Aber der Lukas ist auch gar nicht da, ich muss da fragen. Das wäre natürlich schön. Das ist wir machen unsere Review-Runden jede Woche, sind letzte Woche beieinander gesessen und haben gesagt, so, dass das nächste, was zu erreichen wäre, wären Replays für euch. Offenbar haben die da die Woche was umgesetzt. Also ich bin begeistert. Großes Kompliment. So, der Steven Johnson wieder. Leichte Probleme, die Zone zu finden. 3-0 der Count für Sevi Schütz. Genau wie im ersten At-Bat. Ja, das wäre der Safety Fastball, um die Platte werden sollen, auch der nicht drinnen, damit ein Walk. Ja, bei zwei aus nun erste und zweite Base besetzt von Armin Mani und Sevi Schütz, damit Chad Lauer at bat, wird wieder versuchen, eine Lücke zu finden und einen Hit zu platzieren. Ja, und wir versuchen es wieder. Jetzt werden mittlerweile vielleicht ein paar Leute von ihren Tagesaktivitäten zu Hause angekommen sein und schauen sich dieses Spiel mit uns gemeinsam hier an. Diskutiert mit uns bitte auf Facebook, einfach beim Video unten kommentieren. Wir würden uns wirklich freuen, wenn ihr hier euch einbringt. Es soll keine Two-Man-Show sein. Ja. So, der erste Ball für Chad Lauer. 7 leichte Probleme. Und der nächste Ball. Jetzt 6 Balls hintereinander. Let's go, Chad! Na, es wird nicht lange dauern, dass André Gruber auch mal das Gespräch zum Steven hier sucht. Aber er bleibt jetzt hinter der Platte. So, geht auf die Outside-Kante. Ja, und der ist leider auch zu tief hier. Und noch in den Duell. Der dritte Ball. Ja, Backpick-Versuche von André Gruber, mir gefällt das immer relativ gut. Da ist es nicht darum gegangen, den Runner gezwungenermaßen auszubringen, sondern er will einfach vielleicht sein Mittelinfield hier pumpen. Zeigt ihnen, hey, wir sind da, wacht auf, schaut, dass ihr den Ball erwischt und lasst uns aus diesem Inning rauskommen. Aber dann muss ihnen Steven Johnson zuerst mal die Chance dazu geben. Genau. Gerade eine kleine das waren 8 Balls, oder? Ja, 8 Balls hintereinander. Bisschen unrund, der Steven Johnson am Macht. Ich weiß nicht, ob es am Mount liegt, ob er sich gerade nicht so wohl fühlt da oben.
Jetzt damit Bases loaded, bei zwei aus. Natürlich eine schwere Situation jetzt gegen Andrew Obertaler. So, und da ist der erste Strike seit einiger Zeit. Genau. Mit dem Fastballer, ja, auf der Inside-Kante. Durchaus auch. Schnell geworfener Pitch. Ja. Guter also der Pitch. Der ist confident, der lässt sich hier durch solche Situationen nicht negativ beeinflussen. Ja, Slider zum zweiten. Ja. Auch wieder ein guter Pitch. Und Andrew Obertaler sieht sich da gleich mal in der Hole, sagt man, oder? Auf jeden Fall, ja. So, zwei Strikes gegen sich. Aber der Andrew. Ja. Stark, aber genau zu Dave Burns, der das dritte ausmacht. Und damit scheiden sich die Athletics schadlos, kommen hier raus aus dem Inning, ohne Runs abzugeben. Aber gute Leistung von den Wanderers, das gefällt mir. Sehr absolut. Ja, umgekehrt, Stephen Johnson, super gemacht hier. Also der letzte Fastball, man hat gesehen, das war nochmal der mit den 2-3 Meilen mehr, der hundertprozentige Fastball. Und schafft hier auch Andrew Obertaler einfach zu overpowern. Also der war viel zu spät dran und schlägt den Wick. Ground Ball hier Richtung First Base, bei Bases Loaded. Also wie ich schon sagte, Stephen Johnson durchaus, der liebt die Challenge, ja, der mag solche Situationen und hat es jetzt geschafft, hier rauszukommen. Sehr, sehr wichtig. Ja, das war auch ein ganz wichtiges Signal, da jetzt so wieder rauszukommen. Gut, Zeit für die Werbung. So, ich habe mir jetzt in der Zwischenzeit erkundigt. Wir haben kein Replay, das ist einfach mein langsamer Stream, den ich hier sehe offenbar. Ja, die Internetprobleme sollten, wie gesagt, jetzt ausgemerzt sein. Nehmt uns nicht böse. Ja, für uns gibt es ein Replay, dadurch, dass ein bisschen Zeit verzögert ist. Ich glaube, für uns Kommentatoren ganz angenehm, aber dann können wir euch noch ein bisschen mehr Infos geben über die Plays. Ja, zurück. Herr Max Wenger startet hier im dritten Inning. Bisher wirklich brave Leistung, ganz solide. Und André Gruber kehrt zurück an die Platte, der im letzten Inning schon at bat war, aber durch das Court Stealing nun wieder zurückkehrt. Ja, und da draußen im Centerfield, ja, doch ein sehr, sehr dunkles Loch eigentlich, wenn man raussieht. Das hat wahrscheinlich damit zu tun. Ich weiß, ich sehe jetzt nicht, ob da ein Masten grundsätzlich draußen steht, aber man lässt die Centerfield-Masten, wenn sie es, wie es in Österreich oft ist, wenn das Flutlicht von den Fußballzeiten der Sportplätze herkommt, wird der Centerfield-Masten meistens ausgeschalten gelassen, weil er ja die Better blenden könnte. Habt ihr denn einen Masten da draußen überhaupt? Nein, haben wir nicht. Na gut, also dann ist es so und so dunkel. Muss ich dazu sagen. Da ist einfach das schwarze Loch. Ja, der Centerfielder wird schon relativ dunkel da. Ja, auf jeden Fall. Aber da besteht dann halt die Schwierigkeit drin, den Ball noch gut zu lesen. Werden wir sehen, ob das noch von Bedeutung ist. Jetzt erstmal ein Foulball von André Gruber. Jetzt zwei Balls, ein Strike. Er kehrt wieder zurück zum Schlagen. So, bisher die Athletics wirklich aggressiv am Schlag. Sie schlagen auch die Bälle, die Pitches von Max Wenger, aber bisher noch nicht die Durchschlagskraft, die sie sich, glaube ich, erhoffen. Also letztendlich genauso wie im Game 2. Ja. Ja, André Gruber nimmt hier noch einen. Ja, dürfte irgendein Slider vielleicht gewesen sein. Ja, oder? Ja, vielleicht beim André traut er sich wieder. Ja, der André Gruber, ja, Wahnsinn eigentlich. Der hat es doch bei vielen Spielern so, dass sie vielleicht zum Baseball oder die Baseballschuhe an den Nagel hängen, wenn es dann um Familienplanung geht oder wenn Kinder kommen. Auch bei André Gruber, er mit dem Max schon einen Sohn und das zweite Kind gerade im Ofen, sagen wir in Oberösterreich ganz frech. Der macht keine Anstalten, Baseballspielen aufzuhören. Also auch sein, sein Privatmanagement sozusagen sehr zu bewundern. Ja. Der bringt das alles unter den Hut. Ja, stark. Jetzt ein Walk für ihn. Damit ein Lead-Off-Runner, wie vorher prophezeit im letzten Inning,
André Gruber schafft es auf die erste. Haben wir auch schon darüber gesprochen, dass er unglaublich hohe On-Base-Percentages immer hat. Sehr gutes Auge an der Platte. Da sieht man dann auch die Routine, dass er schon wirklich lange spielt. Und genau. Der macht da keine halben Sachen, wenn er da an der Platte ist und schafft es dadurch dann halt auch wirklich oft auf die erste Base. Und jetzt David Wolfmeier, der Second Baseman at bat. Ob das sein erstes at bat des Tages. Ja, man sieht hier den Curveball. Ja, so ist es. Und 1-1 der Count. So, vielleicht nochmal so am Rande, die Spähnadelwiese hat sich hier schon während des ersten Spiels gut gefüllt und die Stimmung ist wunderbar, ist ein richtig schöner Baseball-Abend, ist Nachmittag, jetzt Abend und werden hier gut versorgt von der Kantine und ich glaube, die Stimmung ist hier prächtig. Natürlich auch dadurch, dass das erste Spiel an die Wiener gingen. Ja, aber auch die mitgereisten Hartlanger Fans, ich habe mit ihnen gesprochen jetzt in der Pause, die sind durchaus guter Dinge und genießen das. Das ist ja auch kein... Ist ja auch ein schönes Miteinander immer. Ja, auf der Tribüne, da sitzt man gemischt, da redet man miteinander. Das ist keine, gibt es keinen Fansektor für das Auswärtsteam. Es freut sich jeder, dass es noch morgen weitergeht, dass sie über Nacht da bleiben dürfen. Das war ja bei uns ein organisatorisches Thema ein bisschen, wie man die Hotels bucht, wie man mit dem Bus tut, weil es war ja unsicher, ob morgen überhaupt noch Spieler sind. Jetzt wissen wir es. Schöner Schlag, hart ins Right Field. Schöner Line Drive. Ja, David Wolfmeier behauptet hier oder bestätigt die Behörde seine Entscheidung, ihn auf die Second Base zu stellen. Da gehört der Ball hin, oder? Schöner Schlag, ja. Wunderbar. Bei 0 aus jetzt. Runner auf First und Second Base. Wir werden sehen, was Felix Wilhelm gemacht. Felix Wilhelm. Wie ich die Athletics kenne, sie spielen eben sehr gerne dieses traditionelle Baseball. Bunt him over, hit him in. Ja, das wäre jetzt genau die Situation. Ja, Dave Burns gibt hier die Signs. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Felix Wilhelm hier mit dem Sacrifice-Bunt die Runners moven wird. Wir werden sehen. So. Ja, und er ist schon unten mit dem Schläger. Oh, nimmt den etwas tiefen Fastball. Ja, dürfte genau an der Kante gewesen sein für Andy Pichler. Ja, damit ein Strike gegen sich, hat schon gleich gezeigt, wohin die Richtung seines Schlags gehen wird. Oh, Strike 2. Ich glaube, das war der Slider. Ja, er zieht ja auch zurück, der Felix Wilhelm. Auch nicht, seiner Meinung nach, kein guter Pitch. Ja, harte Entscheidung. Ja, jetzt muss er wohl schwingen. Oder er versucht es nochmal, ich kann es mir aber fast nicht vorstellen. Er wird versuchen, hier auf die rechte Seite rüber zu schlagen und André Gruber zu scoren. Er schlägt zum Shortstop. Ja, und sieht spektakulär aus, aber ein sehr, sehr guter Spielzug hier von David Wolfmeier. Er versucht ja nicht, den Spieler zu verletzen oder so, sondern er versucht einfach, das Double Play aufzubrechen und ist sehr erfolgreich drinnen. Ja, auf jeden Fall. Das war alles im Rahmen. Ja, Benjamin Husti muss sich auch kurz nachgreifen bei diesem Ground Ball, also es wäre sowieso knapp gewesen. Trotzdem, David Wolfmeier macht hier einen sehr, sehr guten Job als Base Runner. Genau, damit Läufer auf der ersten und dritten Base bei einem aus. Und nun der Martin Gruber am Schlag. Ja, und der kann das. Das Situational Hitting, das ist durchaus was ihm sehr liegt. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der da jetzt auf die rechte Seite den durchsteckt. Ja, ist ja auch eine Situation, wo der First Base Runner natürlich stealen könnte. Oder ein Delayed Steal, um den Runner schon mal reinzuholen. Macht bisher aber keine Anstalten. Ja, schöner Pitch. Ja, guter Pitch jetzt. Die Strikezone von Andreas Pichler hier aus meiner Sicht deutlich tiefer als zuvor von David Kawetkowski. Es ist Wahnsinn, es tut mir leid, David, wenn du dir das im Nachhinein ansiehst. Für die Spieler natürlich auch eine kleine Umstellung, aber die werden das nach dem ersten At-Bat wissen. Vor allem Felix Wilhelm wird es jetzt wissen, wo die Strikezone ist. Der hat sich das gemerkt. Auf jeden Fall. Aber jetzt der Max hat auch Probleme, die Zone zu finden. 3 Balls hintereinander. So, muss ich jetzt wieder reinfuchsen, der junge Mann auf dem Mount. Ja, schöner Pitch. Das ist der solide Strike an der Inside-Kante hier. Ja, Martin Gruber, ja der Bruder von André Gruber. Überraschung, Überraschung. Gut, Gruber gibt es einige in Österreich, das heißt noch nichts, wenn da zwei gleich heißen. Sehr talentierte Baseballfamilie auf alle Fälle. So, V-Ball, damit gute Arbeit von Max. Wieder zurückgekommen im Count, damit Full-Count. 3 Balls, 2 Strikes.
So, knifflige Situation. Ja, nach Martin Gruber wartet hier Dave Brand auf seinen Einsatz. Der ist natürlich heiß auf ein gutes At-Bat, auf sein erstes richtig gutes At-Bat heute, traue ich mir einfach mal zu sagen. Martin Gruber in der Zwischenzeit mit einem Foulball hier. Ja, gute Arbeit von ihm bei seinem At-Bat. Ja, mal sehen, was ihm Max Wengeröhn hier liefert. Ein Fastball. Ja, Ball zwar vermeintlich fair, aber Martin Gruber schlägt sich selbst an. Damit zurück und weiterhin Full Count. Ja. Ein wirklicher Kampf. Das At-Bat. Ja, schönes At-Bat von beiden Seiten hier. Ja. Beide einen guten Job. Natürlich auch eine wichtige Situation für die Wanderers hier. Ach. Ja, Martin Gruber, ich behaupte mal, der wird reinfallen. Mit dem kurzen Flugball hier ist er auch am Boden, scoret damit André Gruber. Ja, und da ist das Athletik-Stargout das erste Mal heute wirklich munter. Der erste Run am heutigen Tag für Sie. Natürlich, ich glaube, das ist jetzt extrem wichtig für die Athletics gewesen. Ja, richtig, die Lautstärke, die Reaktion zeigt schon, da ist viel. Am heutigen Tag. Es sind viele Emotionen da, kommen jetzt raus. Und damit einer aus und läuft auf 1 und 2. Ja, das ist psychologisch super wichtig. Wenn einfach, das kennt jeder Baseballspieler oder jedes Team. Wenn man einfach kennt, man schafft es nicht, einen Run auf das Board zu bringen. Man steigert sich da rein und es wird nicht leichter. Dadurch jetzt super Aktion von Martin Gruber hier. Ja, belohnt sich für das starke At-Bat. Ja. Einen schönen Single ins Left Field. Ja, und nun David Brand. Ja, nun sind wir beim englischsprachigen Part der Athletics Lineup angekommen. Die werden natürlich versuchen, hier diese zwei Runner mal zumindest noch nach Hause zu bringen. Haben zwei Aus dafür zur Verfügung. Ah. So, Backpick hier von Chad Lauer Richtung First Base. Der Wurf etwas off the target. Ja, und damit der Felix Wilhelm auf der dritten Base. Jetzt reicht schon ein Sacrifice Fly zum Ausgleich. Genau. David Brand wird hier wohl seinen Approach jetzt etwas ändern. Das denke ich auch. Natürlich guter Versuch vom Chat da, den Läufer auf der ersten Base auszuwerfen bzw. kurz zu halten, aber der Wurf zu ungenau. Christian Thomsig kann den Ball noch blocken, aber er springt von seinem Körper hoch und weit weg. Und somit wieder 1 und 3. So, und auch der Nebel zieht sich langsam hier übers Feld. Es könnte durchaus noch interessant werden heute. Ja. Ist doch schon spät im Jahr, ja, der Nebel kommt, aber wir sind ja hier im Prater. Normalerweise in Wien ja etwas trockener als in Attnang-Puchheim zum Beispiel, aber hier im Prater ist es sehr, sehr ländlich. Ja. Die Oberösterreicher werden mich lünchen, wenn ich sowas sage. Ja, das stimmt. Der Nebel, der wird jetzt langsam, aber sicher immer weiter hervorkriechen. Schauen wir mal, wie das sich weiter dann aufs Spiel auswirkt. Ja, da sieht man schon den Approach. Der David Brand versucht den Ball hier ins Right Field unterzubringen, aber Powerball damit 2 und 2 der Count. Ja, mich erinnert das hier am Abend immer, ich werde jetzt die Anekdote einfach los, 2008 beim ersten Meistertitel der Athletics, ich weiß gar nicht mehr, ob es Halbfinale oder Finale war, dürfte gegen die Metrostars hier gewesen sein im Prater. Foulball hier von Dave Brand. Martin Rabengruber damals, ich glaube, der schaut uns auch zu an dieser Stelle. Hallo Martin. Der hat einen Diving Catch draußen im Right Field getätigt und der war einfach weg. Also der war im Nebel, man hat ihn nur fliegen gesehen, er war dann weg und ist dann ganz heroisch mit dem Ball aus dem Nebel aufgestanden. Also das ist, glaube ich, so eine Geschichte, die sich die Athletics-Community regelmäßig erzählt. Der Mann aus dem Nebel. Ja, super. Gefällt mir. Kannte ich noch nicht, die Geschichte. Ja, Martin Rabengruber ja auch eine Erscheinung, sage ich mal. Auf jeden Fall. Das kann ich bestätigen. Ja. Natürlich nur körperlich. Wo sind die Fans Wanderers? Na, Simon, du warst wie's, Mann. So, Full Count. So, der Max. Der Max gerät hier ein bisschen unter Druck, aber wird jetzt alles geben, um den David Brand hier zu finishen. Und ja, der nächste V-Ball. Eine Kerze Richtung Straßenbahn hier. Wie ist das? Gibt's da dann Klagen und Schadensersatzansprüche der Wiener Linien, wenn da die Bälle still rausfliegen? Also die Straßenbahnfahrer haben sich schon einige Male beschwert und geschimpft. Bisher ist noch nichts passiert. Da sind wir froh.
So, immer noch Läufer auf 1 und 3. Ja, Full Count. Auch hier schweres At-Bat für Max Wenger-Oehn. Wieder Full Count bei einem Aus. Ja. Ja, und jetzt. Ah, okay, ein kleiner jetzt Fehler. Jetzt haben wir Full Count. Und, ja, Full Count. Jetzt da. Damit eine weitere Chance für Max Wenger. Und bleibt der fair? So. Na, schaut. Ja, da ist auch V-Ball. Ja, auch hier wachsen auch die Bäume mittlerweile schon rein. Wahrscheinlich letzte Woche haben wir in Atmung über die Situation mit den Bäumen gesprochen. Wird wahrscheinlich die gleiche Ground Rule hier sein, wenn der Ball zwar playable wäre, aber in den Bäumen ist, nehme ich an, Dead Ball. Auf jeden Fall, ja. So, wie lang ist das Bett? Ein wahrer Kampf zwischen den beiden. Ja, und jetzt trifft er den Ball sehr gut, aber wohl genau auf den Mann im Centerfield. Trotz alledem ein Sacrifice Fly, das muss ich auskennen. Ja, Felix Wilhelm scored den Tying Run für die Athletics hier. Ja, ein gutes Spiel schon wieder. Ich habe Spaß dazu zu sehen, wirklich. Ja, gutes At-Bat von David Brandt, der sich selbst belohnt mit einem Sack Fly und damit eine RBI nach Hause bringt. Auch gut geschlagen dabei, schöner Line Drive. Nein, Sack Line Drive sozusagen. Und am Schlag jetzt Steven Johnson. Ja, und weiter geht's mit Steve Johnson hier. Gut, Runner haben wir jetzt nur mehr auf der First Base. Trotz alledem die Gefahr für Max Wenger natürlich nicht vorbei. Ja, und den wollte er wohl irgendwo hinten. Was ist da hinten, die Tennisplätze? Ja, ja, der wollte ihn ganz weit weg haben, den Ball. Aber das ist nicht gelungen. Jetzt ein Strike gegen Steven Johnson. Oh ja, und ein knappes. Ja, super knappes Play hier auf der First Base. Ossi Scharf entscheidet sich, dass der Runner nicht schnell genug auf der First Base zurück war. Damit ein Pickout von Max Wenger-Oehn zu Chili Tomsich. Ja, schöne Aktion, auch wenn die Entscheidung strittig ist, würde ich jetzt mal so behaupten, ganz knapp. Aber der Umpire called, damit dritte aus und die Wanderers gehen wieder in die Offense. Jetzt neuer Spielstand, 2-2. Ja, also man sieht schon gleich hier im Game 4, das ist keine klare Angelegenheit, da beide Teams schenken sich nichts. Die Athletics schaffen auch früher schon den Zugriff auf die Pitches von Max Wenger. Im Game 2 in Atlanta hatten sie noch mehr Schwierigkeiten gegen seine Pitches, was Anständiges aufs Scoreboard zu bringen. Aber jetzt drittes Inning, 2-2. Ja, und Steven Johnson wird ja versuchen, mal das erste wirklich klare Inning zu haben. In den ersten zwei Innings ja durchaus Druck auf ihm, immer viele Base Runner. Wir sind in zwei Innings durch die Lineup der Wanderers eineinhalb Mal durch, was durchaus viel ist für die ersten zwei Innings. Ja. Steven Johnson wird ja versuchen, mit einem schnellen Inning auch sein Team mal etwas länger zum Sitzen zu bringen. Auch hier wirklich wichtig. Ja, auch hier ein weiterer Faktor, es wird mittlerweile wirklich kalt. Sowohl für die Pitcher wie auch für die Feldspieler ja immer wieder ein Thema, was macht man draußen, wie hält man sich warm, gerade in langen Innings. Durchaus eine Herausforderung auch. Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich eine Schwierigkeit, die der Baseballsport so mit sich bringt. Immer mal wieder eine lange Wartephase, wo die Muskeln wieder kalt werden. Das ist natürlich extrem schwierig. So, nun Felix Zimmerle, der DH am Schlag gegen Steven Johnson. Steven mit einem Inside-Low-Fastball hier für den ersten Strike. Schöner Pitch, genau an der Kante. Und misst hier aber hoch. Felix Zimmerle. Ja, der Felix ja im Interview, das wir letzte Woche nach dem Spiel noch aufgenommen haben, durchaus niedergeschlagen, verständlicherweise. Aber super analytisch, würde ich jetzt mal sagen. Also der hat das gleich relativ trocken gesagt, was nötig ist, um die Serie hier noch spannend zu machen und nicht die Athletics davon ziehen zu lassen. Haben sie umgesetzt, die Wanderers im ersten Spiel? Ja? Ja, auf jeden Fall. Also der Felix ist natürlich auch ein sehr aufgeräumter Charakter, sage ich mal. Der war natürlich bedient. War ein schwieriges Spiel. Er hat eine super Leistung gebracht, er hat das Team mitgezogen. Das Team hat wirklich klasse gespielt, aber es hat nicht gereicht. Aber sie haben halt auch die richtigen Schlüsse aus dem Spiel gezogen und haben sich heute halt gerade im ersten Spiel super präsentiert und jetzt geht es halt weiter.
Ja, das ist ja das Schöne an dieser Best-of-Seven-Serie, die wir heuer das erste Mal haben hier in Baseball Österreich. So, zwischendurch vielleicht Steven Johnson hier. Ein interessantes At-Bat für den Felix. Er wollte schon auf die erste, nach dem fünften Pitch des At-Bats. Andy Pickler hat ihn aber nochmal zurückgeholt mit einem Strike-Call. Und Steven Johnson nützt das eiskalt aus zu einem Strikeout. Auf jeden Fall, ja. Da sind wir wieder bei dem Thema, dass die Strike-Zone beim neuen Play-Dumpire ein bisschen anders ist, ein bisschen tiefer. Er bekommt dann einen tiefen Fastball als Strike, der natürlich in Ordnung geht, aber ist natürlich immer schwierig für einen Spieler, der sich da eigentlich schon vom Kopf her an den Walk gewöhnt hat. Ja, diese Situationen und die Fallball-Home-Runs, das sind die zwei Situationen, wo man normalerweise sagt, das ist ein hundertprozentiges Strikeout, der nächste Pitch. Das stimmt, ja. Jetzt Christian Tomczyk zu Martin Gruber. Ja, ein gutes Play hier, die Athletics-Defense. Das ist Felix Wilhelm hier auf der dritten, genau, die haben wir gewechselt. Ich vergesse es einmal. Aber wirklich schwer zu spielen, er hat hier so den mittellangen Hop gehabt, hätte ihn vielleicht noch ein bisschen chargen können auch, aber trotzdem mit dem sehr souverän zu Dave Burns. Ja, und der hilft ihm mit dem Pick hier auch noch raus. Gemeinsam Samba Stork, nicht wahr? Ja, sehr schöne Defense-Leistung. So, jetzt Georg Stemmer. At bat. So, der Georg bisher leicht gestruggelt bei seinen At bats. Immer wieder Schwierigkeiten mit den hohen Strikes. Jetzt Swing and Miss. 1-1 der Count. Ja, es war für mich super schön zu sehen letzte Woche, als die Wanderers aus Attnang rausgefahren sind. Ja, wirklich durch die Bank super niedergeschlagen, wie vorher schon erwähnt. Bin heute am Platz gekommen, eine Stunde vor dem Spiel, und gehe da mal aufs Feld raus und die tanzen und pushen sich gegenseitig. Also mental ein super Zug hier. Ja. Sehr, sehr stark als Team. Ach, und so, und apropos stark, ja, Steven Johnson, das war das angesprochene kurze Inning, nachdem er streben muss, das hat er jetzt perfekt umgesetzt. Zwei Strikeouts und ein schnelles Groundout. Ja, Wahnsinn, also du hast es vorher gesagt, da muss ich jetzt vielleicht auch mal dasselbe versuchen, und ich wünsche mir jetzt auch ein ganz schnelles Inning, wo die Wanderers hier mit drei schnellen Aus wieder in die Offense zurückkehren. Aber wir werden das dann gleich sehen. Ja, und ganz schnell gehen wir jetzt auch in die Werbung. So, und David Brandt kommt hier jetzt nochmal zum Schlag. Er war ja schon da, aber wir hatten als letztes, Entschuldigung, Steven Johnson natürlich. Das letzte Out war ja das Pick-Out hier auf der First Base durch Max Wenger-Öhn. Damit ein neues At-Bat für Steven Johnson. Bekommt damit auch die Chance, etwas mehr Pitches des gegnerischen Pitchers zu sehen, was durchaus positiv sein kann. Auf jeden Fall, ja. Also Steven Johnson, brandgefährlich. Bin gespannt, was er jetzt mit dem At-Bat anstellt. Aber wie bereits schon angekündigt, also ich erhoffe mir jetzt hier ein genauso schnelles in der Defense, so wie es eben gerade bei den Athletics war. Wäre auch schön, wenn die Jungs jetzt sich auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen holen, da einmal schnell durchgrooven und wieder in die Offense verschwinden. Aber wir werden es gleich wissen. Da gibt es ein paar, die was dagegen haben. Ja, Steven Johnson sieht sich hier den Gürtel hohen. Ja, was war das? Ein Safety-Fastball? Irgendwas Langsames, Gerades? Ja. Hiro lacht mich ja aus, dass ich Safety-Fastball... Er hört uns zu, er hört unseren Tipps zu. Also wir haben einen auf jeden Fall, sagt er. Wir haben einen großen Beitrag zum Win im Spiel 3 zu den Wanderers geliefert. Jetzt ist es offiziell. Das war mir von Anfang an klar, dass wir hier noch die Spiele entscheiden. Ja, Steven Johnson hier mit dem Swing and a Miss. 1-2 der Count. Der Max macht da wieder einen guten Job. So, schauen wir mal, was er ihm jetzt vorsetzt. Ah, fault den Fastball ab. Ja, ich sehe gerade auf Facebook, der Bürgermeister aus Attnang, Peter Kreuz, schaut hier auch zu. Den darf ich jetzt auch eiskalt mal grüßen hier im Stream. Hallo Peter. Warum bist du eigentlich nicht da, frage ich mich. Du kannst dich gern rechtfertigen auf Facebook.
So, 2 und 2 der Count. So, der Max. Ein hoher Flyball in Center Field. Armin Mani, ganz sicher. Auch nicht so leicht, wie er auf den ersten Blick ausschaut, der Ball. Durch die Dunkelheit. Schwieriger zu sehen, aber Armin Mani löst das Ganze. Am Schlag jetzt. Ganz entspannt und damit das erste aus für die Vienna Wanderers. Nun Dave Burns, der im letzten At-Bat ins Left Field geschlagen hat, Flyball aus. So, der. Ja, wir sehen es jetzt mittlerweile auch schon an den Kameraaufnahmen, dass wirklich der Nebel relativ dicht hier reinzieht aufs Feld. Ich bin gespannt. Ja, ich hatte die Situation zumindest persönlich noch nie. Ja, Dave Burns mit dem sehr soliden Hit hier auf die rechte Seite. Super Schlag. Ja. Damit bei einem aus, der Runner auf der First Base. Ja, ganz solide, guter Bassett. Und das ist ein. Ja, und der Nebel, ich weiß zum Beispiel gar nicht, kann sowas zu einem Spielabbruch oder zu einer Spielverschiebung führen, wenn es zu schlimm wird wahrscheinlich. Also die Umpire haben schon angekündigt, wenn sie den Ball im Outfield nicht mehr richtig sehen können, dann würden sie das Spiel abbrechen. Mhm. Das habe ich vorher vernommen. So. Passball und Dave Burns schnappt sich die zweite Base. Na gut, was würde dann passieren? Aber das ist ein Spielabbruch aufgrund äußerer Umstände, sage ich jetzt einfach mal. Das Spiel würde, glaube ich, an gleicher Stelle morgen fortgeführt werden. Würde ich auch. Es würde nicht neu anfangen oder gewertet werden, sondern ist ja auch die Regelung, wenn es aufgrund von Dunkelheit abgebrochen werden muss. Ich glaube, der Grund dahinter ist, weil ja die Teams ein Spiel so hinauszögern könnten, bis es dunkel wird. Dadurch wertet man diese Spiele dann nicht, sondern spielt sie an einem anderen oder an einem anderen Tag fertig. Das hätten wir auch hier mit dem Nebel da. Ich bin gespannt. Wir hoffen natürlich nicht, dass das schlagen wird. Ja, wir wollen hier natürlich gerne das zweite Spiel am heutigen Tag zu Ende bringen, damit morgen Game 5 starten kann. So ist es. Ganz nach unserem Timetable. Aber wir werden sehen, was passiert. Nun erstmal der erste Strike gegen den Horst Efferdinger. Ja, mit 2 Balls, 1 Strike. Läufer auf der zweiten Base mit Dave Burns. So, ist natürlich jetzt schon wieder brenzlige Situation. Wäre wichtig für die Wanderers hier, sich schadlos zu halten. Schlag zum Shortstop. Ja, starkes Play von Benjamin Husti, der nochmal einen Blick auf Dave Burns wirft, ob der eher an der zweiten Base bleibt. Und dann der Wurf auf die erste und das zweite auch. So, Matthias Scheiners, hättest du deinen Spitznamen auf Facebook bekommen? Der Flü Okia, den du wahrscheinlich kennst, nehme ich jetzt mal an, schreibt hier Kommentati Matti Orgott. Ja. Ja, der Flo Ogo, ehemaliger Spieler der Wiener Neustadt Diving Ducks und der Vienna Wanderers. Ich durfte einige Spiele mit ihm im Outfield bestreiten. Ich glaube, wenn nicht der schnellste Spieler, mit dem ich je zusammen gespielt habe. Also der Flo Ogo. Ich habe nie jemanden so elegant Base stehen sehen wie ihn. Gut, bei 2 aus der Raffi jetzt mit einem Ball und ohne Strikes. Nimm mal einen relativ festen Heck hier. Ich gebe ihm auch völlig recht. Ja, 2 aus, Steve Burns, da braucht es durchaus einen tiefen Schlag, um den zu scoren. Ja, das, ich sage das auch völlig, also nicht wertend. Das sind Fakten. Ja, das sind Fakten. Oh. Ja, nimmt hier den tiefen Pitch, den haben wir auch heute schon für einen Strike gesehen, würde ich mal behaupten. Aber Raffi Meyer durchaus auch großgewachsener Spieler, auch die nach, von Spieler zu Spieler ändert sich ja die Strike-Zone. Damit 2 und 1 hier. Ja, und Raffi fault den weg. Ja. Man sagt ja auch immer wieder, dass Baseballspieler, die mit High Socks spielen, also mit den Socken bis zu den Knien hochgezogen, dass die sich leichter tun, weil die Umpire einfach besser das Knie ausmachen können, wo, der, so? Pitch, wo der Pitch wirklich an der Kniekante hängt. Aber das erklärt meine schlechten Stats, Matti. Wenn du mir das früher gesagt hättest. Ich kann es dir sagen, ich habe es auch schon versucht mit High Socks, aber. Okay, na, hilft nur bedingt, oder wie? Ja, bei mir hat es nicht geholfen. Sagt wahrscheinlich mehr über mich über mich aus als über die Umpire, aber. Nein, die Pichler lässt sich hier natürlich nicht von irgendwelchen High Socks, Low Socks beeinflussen. Ja, super konstantes Zone. Ja, selbstverständlich. Unsere Schiedsrichter hier, die machen einen super Job. Genau so ist es. So, 2 und 2 der Count. Und V-Ball. Ja, gut, dass ihr Bett hier vom Raffi. Mhm.
Also auch von Max. Ja, die letzten zwei Innings sehr, sehr viel tiefe Counts für den Max Wengeröl, ja. Und sehr viel zu tun und sehr viel zu battlen. Als Zuschauer super schön anzusehen. Ja, ich finde ihn wahrscheinlich sehr anstrengend. Ja. Auf jeden Fall. Ich frage mich, ob die Athletics da ein bisschen den Approach geändert haben und darauf gehen, einfach nicht direkt auf den ersten Ball zu schwingen, ein bisschen tiefer reinzugehen in den Count. Und schwieriges Play. Ah. Aber das sieht aus. Wow. Ja. Das war fast schon knapp. Der Max Wenger wartet da zwei Hops ab, aber trotzdem sicher das ausgemacht und damit bleibt es beim 2-2. Hast eh recht, ja? Man muss es nur vorhersagen. Das hat bei mir auch funktioniert. Schadlos gehalten, die Wanderers. Und jetzt sollen sie ganz viele Runs machen. Ja, ich glaube, Max Wengeröl und Christian Tomczyk waren sich hier auch nicht zu 100% einig, wer diesen Ball nimmt. Haben sehr lange gezögert. Aber sie haben genug Zeit zum Diskutieren gehabt. Genau, ja. Wir haben einen kleinen Plausch gehalten, während der Ball vor sich hingesprungen ist. Aber so kann es weitergehen. Knappes Spiel. Ja, mir gefällt. Spannend. Gut, wir haben als nächstes jetzt bei den Wanderers Christoph Oscher, Benjamin Husti und Manny Amin, die versuchen werden, die Wanderers mal in Führung zu bringen und oder wieder in Führung zu bringen. Stephen Johnson wird versuchen, das zu verhindern. Ja, der dürfte jetzt mittlerweile wirklich ins Spiel gefunden haben. Die ersten zwei Innings ja etwas gestruggelt, jetzt das dritte Inning super schnell und wirkt jetzt auch ganz anders von den Bewegungen hier am Mound. Also ich glaube, der hat einfach die Anfangsschwierigkeiten überstanden und hat ein bisschen gebraucht hier, das zu verdauen. Es sind doch andere Umstände, anderer Mount, anderes Licht, vielleicht auch die Temperatur. Steven Johnson dürfte jetzt drinnen sein. Ja, ich glaube auch gerade die Temperatur macht halt einfach, es ist ungemütlich, auch nach dem ersten Spiel dann eine 30 Minuten Pause zu haben, mehr oder weniger kalt zu werden, sich schnell aufzuwärmen, dann gerade als Pitcher sich dann bereit zu machen und gleich ein Spiel zu pitchen. Das ist schon eine Belastung für den Körper. Ja. So, startet auch direkt mit einem Strike der Steven Johnson gegen Christoph Oscher. Und Ball outside. Damit 1-1. Der Christoph Oscher bisher wirklich einen guten Job auf der dritten Base. Foulball zum zweiten Strike. Ja, den hätte er wohl gern besser getroffen. Er ärgert sich hier, dass der Ball irgendwo hinter ihm landet. Hat er wohl gut gesehen und nicht verwerten können. Ja, bin ich mal gespannt, wie es jetzt mit zwei Strikes läuft. Ist wahrscheinlich kein Fastball. Ach doch, Fastball. Doch, kein Fastball. Er dachte sich wahrscheinlich das Gleiche. Ja. Ja, Stephen Johnson erwischt ihn hier eiskalt mit dem hohen Fastball und bekommt den Swing vom Batter. Damit das erste aus. Relativ schnell wieder in diesem Inning. Ja, und nun Benjamin Husti, der Shortstop, bei seinem At-Bat. So, während die Musik noch läuft, der erste Strike. Umpire, der Andi Pichler, wirft einen bösen Blick nach oben auf die Scheißzentrale. So, 1-1, Ball low. So, der Benjamin Husti. Ich glaube, das ist seine... Er hat angefangen zu spielen für die Vienna Wanderers, ich glaube 2000, also in der ersten Mannschaft 2005 oder 2006. Und das ist, er hat letztes Jahr das erste Mal die Playoffs verpasst. Die Playoffs? Ah, der war jedes Mal in den Playoffs, ja, ja. Außer letztes Jahr? Genau. Hör auf. Ja, die Wanderers da sehr konstant immer gewesen, das stimmt. Ja, ja, da gab es schon die böse Vermutung, der Johannes Godler hat bis dahin noch für die Vienna Wanderers aktiv gespielt. In dem ersten Jahr, wo der Godler nicht mehr spielt für die Vienna Wanderers, verpassen sie direkt die Playoffs. Ja, ja, dann jeder, der den Johannes kennt, weiß auch, dass er gerne Theorien aufstellt, die ja faktisch nicht haltbar sind. Aber es war gut für uns, damit wussten wir auch, wer schuld daran ist. Seitdem das Verhältnis zu Johannes Godler nicht mehr ganz so gut. Ja, die Wanderers reden nicht mehr mit ihm seither. In der Zwischenzeit ein Superplayer vom Shortstop der Athletics, von Martin Gruber hier. Ja, charge den Ball, so wie es sich gehört, hinter dem Pitcher, fängt ihn und wirft ihn Richtung 1. Zweite aus gegen die Wanderers. Ja, jetzt nimmt das Spiel hier an Fahrt auf. Die Pitcher, oder vor allem Steven Johnson, dominiert.
macht es den Schlagmännern der Wanderers immer schwerer, auf Base zu kommen. Nach Startschwierigkeit im ersten Inning. Jetzt Armin Mani, der Centerfielder, der versuchen wird, wieder die erste zu erreichen. Ja, zweiter Ball. So, und der Stadion-Soundmacher, wie ist da der offizielle, die offizielle Bezeichnung? Ich nenne es mal so. Versucht ja auch die Tribüne etwas aufzuwecken, dass sie die Wanderers unterstützt. Momentan noch sehr leise, aber das ändert sich erfahrungsgemäß in den späteren Innings relativ schnell. Genau. Das stimmt, das ist dann wahrscheinlich gerade noch ein bisschen die Phase. Alle sitzen gemütlich da, haben sich gerade eingemummelt in ihren Winterklamotten, trinken ein kaltes Bierchen dazu. Ah, der nächste V-Ball. Ja, okay, er ärgert sich hier. Es wirkt, als würden die Schlagmänner der Wanderers die Pitches von Steven Johnson super gut sehen, aber schaffen es irgendwie nicht, sie ins Feld zu bringen. Ja, spricht auch für Steven Johnson, dass er vielleicht diesen letzten kleinen Cut noch drinnen hat dann im Fastball. Ja, ja. Auf jeden Fall, ja. Macht es hier den Wanderers extrem schwer. Und ja, und perfekter Pitch auf die Outside-Kante. Mit einem Strikeout. Ja, starke Leistung von Steven Johnson, wie bereits erwähnt. Ist hier jetzt, glaube ich, komplett drin in der Partie. Ja, so ist es. Für die Athletics damit die nächste Chance hier in Führung zu gehen. Hier Anfang des fünften Innings. In der Lineup sind wir bei André Gruber, Achim David Wolfmeier und Felix Wilhelm. Alle drei heute durchaus imstande oder schon imstande gewesen, auf Base zu kommen. Und André Gruber sieht sich den ersten Strike hier an die Inside-Kante an. Ja, man weiß ja von ihm, ich habe schon ein paar Mal gesagt, er geht gern tief in den Count, schaut sich die Pitcher an, ob sie es schaffen, die Strikes zu werfen. Und auch hier ein knapper Call. Andreas Pichler ja bei seinen knappen Ball-Calls immer sehr, sehr laut. Lässt da keine Zweifel offen beim ganzen Feld. Und wieder ein knapper Ball an der Inside-Kante hier. Damit die Taktik von André Gruber wieder am Aufgehen. Er ist relativ schnell wieder mit zwei Balls vorn, ein Strike. Kannst du mir das Wasser geben? Und diesen Pitch nimmt er jetzt mit einem Ground Ball zum Third Baseman. Und Christoph Hoscher lässt hier keinen Zweifel. Genau, Christoph Hoscher wieder Routine-Play, fieldet ihn den Ball und guter Wurf auf die erste Base. Wie gesagt, 17-jähriger junger Mann da an der dritten Base macht das echt verdammt, verdammt cool. Ja, weil du gesagt hast, dass die Wanderers ja durchgehend oder sehr konstant in den Playoffs waren, die zu den Athletics, die jüngere Geschichte vielleicht, wir hatten ja doch einen Umbruch in den letzten 5 Jahren, sage ich mal. Wir haben relativ viele Leistungsträger aus Altersgründen schlicht und einfach, ja, verloren. Vor circa 5 Jahren waren das. Das Team dann immer am unteren Ende der damaligen Sechserliga herumgetumpert sozusagen und haben dann auch 3 Jahre hintereinander in den Playdowns um die Relegation gespielt. Haben das immer relativ gut dominiert, also haben dann die Zweifel aufkommen lassen, dass sie in die zweite Liga gehen sollten oder sowas. Trotz alledem war das dann genau die Zeit, in denen Spieler wie Felix Wilhelm, auch Martin Gruber, ja, auch Flo Wilhelm als Pitcher groß geworden sind und jetzt eben zu diesen Stützen des Teams geworden sind. Also es war einfach diese nötige Umbauphase, jetzt mittlerweile das zweite Jahr, letztes Jahr Meister, dann von 0 auf 100 quasi. Natürlich auch durch relativ guten Import, durch relativ gute Importwahl dieser geschuldet. Ja, aber ich glaube, das ist halt wirklich ein guter Weg, den ihr gemacht habt, wie du schon gesagt hast, auch die
den jüngeren Burschen die Chance zu geben und zu spielen, auch wenn es dann halt für eine gewisse Zeit nicht immer funktioniert mit den Siegen. Aber es hat sich ausgezahlt und das sieht man, wie die Jungs spielen, wie sie drauf sind. Und ich glaube, so muss man es als Verein auch machen. Das ist der gesunde Weg, da durchzukommen. Wenn Stützen wegbrechen, jetzt sehen wir gerade einen Hit bei Pitch von Max Wenger-Öhn. Wenn solche Stützen wegbrechen, dann ist das der Normalfall, dass dann die Jüngeren nachkommen müssen und sie die Möglichkeit bekommen müssen, sich zu beweisen. Und das ist am Anfang halt schwierig, in der ersten Bundesliga Fuß zu fassen. Aber jetzt stehen sie da, machen das wunderbar. Gute Arbeit. Genau so ist es. Ich glaube, das war letztendlich bei den Wanderers halt letztes Jahr auch genau der nötige Schritt. Man hat da immer wieder Probleme gehabt und man hat versucht, durchzukommen, ohne so einen direkten Umbruch zu machen. Und mit diesem Jahr haben einfach jüngere Spieler die Möglichkeit bekommen, auch aus dem, die haben ja einen guten Nachwuchs, den Leuten auch die Möglichkeit zu geben, ob es der Christoph Hoscher ist, ob das der Christoph Warners ist, der jetzt das erste Jahr pitcht, oder Max Wenger-Öhn oder Georg Stemmer. Das ist super, die machen das brav und dieses Jahr hat das dann auch super funktioniert. Es hat während der Saison gedauert, bis die Burschen bereit waren, aber gerade zum Ende der Saison echt super stark aufgespielt. Ja, und das spricht ja durchaus für die Wanderers Nachwuchsarbeit auch, dass sie eben diese Umbruchphase, die vielleicht in Atmung durchgemacht werden musste, eigentlich nie hatten, oder? Es war immer im vorderen Drittel der Liga, waren die Wanderers immer wieder zu finden, ja? Das stimmt. Ich glaube, es war ein bisschen auch so ein bisschen das Problem des Ganzen, dass es halt nie so einen richtigen Umbruch gebraucht hat. So hat man das Problem, ich rede jetzt mal von einem Problem, so hat man das ein bisschen verschleppt. Hat sich da auch immer wieder für die Playoffs hat sich da auch reingebracht und war auch gut. Aber oh ja, schöner Schlag, genau. Hit and Run, sehr stark. Läufer, dritte Base. Ah, Wurf geht noch. Ja, ein Lehrbuch Hit and Run hier von Felix Wilhelm. Jetzt haben wir ihn so gelobt und jetzt macht er auch das. Wunderbar, auch gelobt haben. Sehr schlau gespielt und leider der Right Fielder bringt noch den Wurf an Richtung dritte Base. Das war unnötig, der Wurf geht auch drüber. Gott sei Dank, der Run auf der dritten Base bleibt, weil er keine Möglichkeit hat, noch zu scoren. Aber dadurch kriegst du ihn noch auf der zweiten Base. Genau so muss man es machen. Sehr stark. Ja, einerseits, Felix Wilhelm den Ball genau dahin, wo er hingehört, wo normalerweise der Second Baseman steht, der durch das Stealing von seiner Position gezogen wird. Auch super Call hier von, wer steht auf der dritten gerade bei den Athletics? Ja. Martin Livisella ist das. Dass er hier den Runner über die zweite drüber Richtung 3 schickt. Mhm. Hat alles gestimmt bei diesem Play seitens der Athletics. Voll. Und um den Gedanken von vorher noch abzuschließen, also ich glaube, dass es wichtig war, auch in diesem Jahr wirklich eine Art Cut zu haben, auch auf österreichische Pitcher zu setzen. Keinen Import-Pitcher zu haben, außer den Hero, den ich da jetzt nicht direkt reinzähle, weil der nicht das zweite Game startet. Das war wichtig für die Jungs und die haben sich zwar am Anfang schwer getan, aber haben Fuß gefasst. Und wenn du einmal dann reinkommst in die Spiele und in die Leistung, dann funktioniert das. So, Christoph Hoscher fängt den V-Ball. Starke Leistung. Übernimmt die Verantwortung. Und damit das zweite aus für die Wanderers. Ja, ich gebe dir da völlig recht und ich finde es wirklich beeindruckend. Ich muss ehrlich sagen, ich wusste es jetzt auch bis zu meiner Kommentatorstätigkeit hier nicht, dass die Wanderers keinen Pitching-Import haben sozusagen. Es wird doch viel davon gesprochen, dass die zweiten Spiele in der Liga über die richtige Importwahl in Österreich entschieden werden. Ja, das war in den vergangenen Jahren doch immer wieder so und umso bewundernswerter, dass die Wanderers hier an dieser Position jetzt stehen. Ohne diesen starken Import im zweiten Spiel. Ja, das stimmt. Also das ist auch für mich da muss ich eine Lanze brechen. Da bin ich wirklich auch beeindruckt gewesen, weil die Jungs sich da echt reingekämpft haben. Die Spiele waren immer knapp. Also man ist ja auch nur Dritter geworden in der Ost Division, aber hat sich da halt reingekämpft und hat letztendlich das auch so geschafft und den Pitchern das Vertrauen geschenkt und das hat sich ausgezahlt. Und da ist natürlich der Christian Thoms sich immer ein sehr wichtig für uns, aber man muss auch sagen, in diesem Jahr, der Christian war nicht häufig da oder nicht so oft da. Also das haben die Jungs auch die anderen gelöst, diese Probleme. Und das ist wirklich stark. Und da hat man Leute wie den Max Wenger, den Alessandro Valido, der jetzt auf der Bank sitzt, oder auch den Sascha Kotraba und natürlich Christoph Warners, der aber das erste Spiel in der Regel gestartet hat. Ja, super, super gemacht, die Jungs. Leichte Schwierigkeiten beim Max Wenger, aber ja. Chad Lauer kann den Ball blocken und hält damit den
den Runner auf der dritten Base. Ja, blockt ja sehr stark. Das wäre ein Run gewesen, wenn der durchgeht. Also das ist durchaus hoch anzurechnen, was er hier macht. Wichtige Phase jetzt hier des Spiels. Ja, David Brent hier natürlich bestrebt, diese zwei Runs noch einzuschlagen irgendwie. Auf jeden Fall. Ja. Auch wieder ein sehr, sehr starkes und langes, zumindest gefühlt langes At-Bat hier. Wir haben 2-1 als Count. Ja, und Dave Brent, man sieht es vielleicht auch in der Übertragung, er nimmt den Schläger hier kurz, was ich ihm jetzt einfach mal sehr hoch anrechne. Er schlägt hier nach Situation, ja. Er versucht hier wirklich den Ball auf die rechte Seite rüber zu drücken. Haben wir auch vorige Woche schon angesprochen, gerade bei den Importplayern, die gerne mal einen tiefen Ball lieber schlagen als einen soliden Groundball, der Runs scored. Sehr schön. So, und er wird jetzt gewalkt. Und damit kommt nachher der nicht minder gefährlichere Steve Johnson. Genau. Der Bases loaded. Bases loaded. Taffe Situation jetzt, aber zwei aus. Die Warners können sich hier natürlich auch wieder schadlos halten und hier aus dem Inning sich rauskämpfen. Das wird jetzt ganz, ganz wichtig, wie das At-Bat verläuft. Ja, große Pressure Situation. Ey! Ja, und das ist natürlich für die Wanderers jetzt super bitter. Ein kurioses Play haben wir hier. Wow. Ja, da fliegt der Ball samt Vorderseite des Schlägers von Steven Johnson Richtung Third Base. Ist sicher als Third Baseman immer super schwierig, wenn man da irgendwie den Schläger auf sich zukommen sieht. Trotz alledem, er verwirft hier Richtung First Base und war auch so weit, dass Chili hier nichts mehr dazu beitragen kann. Und die Athletics scoren hier 2 Runs. Ja, auf diesem Play. Ja, das war natürlich verrückt. Es werden immer noch die Reste des Schlägers hier vom Feld getragen. 2 Runs auf wirklich kuriose Weise. Das sieht man nicht alle Tage. Ist natürlich jetzt eine unangenehme Situation für die Wanderers. Das erste Mal im Rückstand, auch gleich mit 2 Runs. Aber im 5. Inning, da ist natürlich noch nichts verloren, das ist ganz klar. Aber jetzt müssen sie schnell aus dem Inning rauskommen. Jetzt hoher Flyball in Centerfield. Armin Mani, ganz sicher. Und das ist das. Ja, kein Moment draußen. Ja, Steve Burns heute, soweit ich mich erinnern kann, sehr viel hohe Bälle, sehr viele Flugbälle Richtung Left Field und Center Field. Auch hier wieder auf dem ersten Pitch geschwungen. Ja, damit das Inning zu Ende. Max Wengerhöhn kommt mit relativ wenig Schaden eigentlich tatsächlich raus für den einen Run. Da konnte er nicht viel machen. Ja, das war wichtig, da jetzt schnell wieder rauszukommen. Das hat der Defense auch in die Karten gespielt, dass er sich direkt auf den Ball setzt. Und da hat der Armin Mani keine Schwierigkeiten im Outfield, auch wenn der Ball, wie gesagt, gar nicht so leicht zu holen ist bei dem Flutlicht und der Dunkelheit. Ich habe auch schon gesehen, dass es die ersten Bewegungen beim Relief-Pitcher gibt. Also es macht sich gerade der, ich glaube, Daniel Valenta warm. Ich werde noch mal einen Blick werfen. Ja, der Matti, unser rasender Reporter, geht jetzt kurz Richtung Bullpen und schaut genau nach. Ist durchaus interessant, wenn der erste Pitcherwechsel hier passieren wird. Steven Johnson wird natürlich gehen, solange er kann, um die Relief-Pitcher und die etwaigen Starter für morgen zu schonen. Gibt auch aus meiner Sicht momentan keinen Anlass, ihn irgendwie auszuwechseln oder jemanden aufwärmen zu lassen. So, Matti ist zurück. Was hast du für Neuigkeiten für uns? Das ist der Fabian Hirnschall, der sich gerade warm macht auf dem Mount. Und ich schätze mal, dass der sich auf Abruf bereithält, um dann zu übernehmen für Max Wengerhöhn. Ja, jetzt wird spannend. Jetzt kommt die heiße Phase hier des vierten Finalspiels. Es sind zwar noch gut 4,5 Innings zu spielen, aber jetzt mit 4-2 vorne, die Athletics können jetzt natürlich ein bisschen entspannter in die Defense gehen, auch gerade weil der Steven Johnson in den letzten Innings wieder wirklich eine fantastische Leistung gezeigt hat und die Wanderers eigentlich komplett im Griff hatte. Jetzt mal schauen, wie die Offense reagieren kann. Jetzt Leadoff-Hitter ist Sebi Schütz, der Second Baseman. Ja, starke Stats, die wir auch eingeblendet gesehen haben. 3,45 in der Regular Season und auch 330, wenn ich mich nicht täusche, circa in den Playoffs. Also wie vorher auch bei circa in der Liga von Raphael Mayer, das waren ähnliche Zahlen, konstant durch Playoffs und Regular Season. Ja, aus Sicht der Athletik ist es natürlich super wichtig, diesen Vorsprung zu bestätigen. Also Ende des 5. Innings werden sie versuchen, hier ohne Runverlust rauszukommen. Ja, wieder
Fastball ein bisschen zu tief. Ja, der Sevi, der ist wirklich eine wahre Bereicherung fürs Team. Wie gesagt, dieses Jahr erst dazugestoßen als Leihspieler von den Bluebets aus Schwechat, die in der Regionalliga spielen. Ja, der Junge bringt auch eine fantastische Energie mit ins Team, mit ins Dugout. Wie du schon angesprochen hast, die Jungs, die sind gut drauf, die feiern auch schon einfach vorm Spiel ein bisschen eine Party und versuchen einfach positiv ranzugehen an alle Sachen. Und jetzt belohnt sich der Sevi selber mit einem Walk. Ja. Stephen Johnson walkt den Leadoff-Hitter hier. Jetzt habe ich vorher darüber gesprochen, dass er schauen muss, diesen Vorsprung zu bestätigen in diesem Inning. Das ist natürlich nicht im selben Sinne hier. Ich glaube, es gibt ja Statistiken, das ist wieder jetzt ein Spruch aus der Kategorie gefährliche Halbweisheiten. Aber ich glaube, dass ein Run, ein Lead-Off-Hit oder ein Lead-Off-Walk, wie auch immer der dann auf die First Base kommt, zu 70% scored, wenn ich mich nicht täusche, statistisch. Das wusste ich jetzt gar nicht, dass so hoch ist, aber ja. Wie gesagt, gefährliche Halbwahrheit, ja, aber es ist etwa in der Kategorie. Aber das ist etwas, was ich auf jeden Fall auch schon gehört habe. Also gerade man sagt ja, den ersten Bat auf Base zu bringen, das ist halt echt Gold wert, weil man einfach die Defense unter Druck setzt. Der Pitcher muss viel mehr arbeiten und aufpassen, was da der Base Runner macht. Auch gerade jetzt wie der Sevi, ist ein verdammt schneller Spieler, der da auch immer wieder für Druck sorgen kann. So, und jetzt mit Chad Lauer. Da ist eh auch der richtige Mann, der hier weiter Druck ausüben kann. Ah, Big Swing. Aber der zweite Strike. Ja, und auch hier wieder Severin Schütz. Durchaus ein schneller Mann, wenn ich mir den Körperbau anschaue, schätze ich mal, oder? Genau. Martin nickt. André Gruber wurde heute noch nicht getestet. Also ich bin gespannt, ob das noch kommt oder bald kommt. Ja, ich bin auch gespannt. Also Strikeout. Ein sehr starker Pitch von Stephen Johnson hier. Da hat er nochmal die 5 Meilen draufgelegt. Ja, Strikeout gegen Chad Lauer. Wahnsinnig viel zu spät. Ja, wahnsinnig gut die Performance von Stephen Johnson, der hier im 5. Inning aufdreht und da nochmal alles reingibt in den Wurf. Und der Chad kann daraus nichts mehr machen. Damit das erste Strikeout jedes Innings. Und Andrew Obertaler ist der nächste Mann, der hier versuchen wird, auf Base zu gelangen und den Sevi weiter voranzubringen. Ja, aber ich gebe dir recht, das wäre eigentlich die Möglichkeit, also der Moment, um vielleicht einfach mal ein Stealing auszuprobieren und einfach, ich glaube, das würde hier mal die Defense auch unter Druck setzen. Würde der Hero jetzt neben uns stehen, wie in den Defense-Innings der Wanderers? So, schwieriges Play für Martin Gruber und er macht auch keinen Wurf mehr, hat auch, glaube ich, keine Chance. So. Kurze Diskussionen hier auf der Second Base. Ich glaube, es gab einen Zusammenstoß. Ich habe es leider auch nicht gesehen. Ich glaube, Severin Schütz plädiert hier auf eine Interference. Müssen wir in dem Livestream nochmal schauen, ob es noch nachhängt. Aber auch schon zu spät. Ja, die waren sich auf jeden Fall nicht einig. Der David Wolfmeier hat da auf jeden Fall seine Kappe verloren. Ich glaube, die sind sich irgendwie ins Gehege gekommen. Na, wir sehen das jetzt nochmal in unserem nachhinkenden Livestream, wenn wir hier live mitschauen. Ja, die beiden sind zusammengelaufen. Ja, stand da ein bisschen. Ja, aber David Grabetkowski hier direkt daneben. Ja, ja. Der hat die Situation gesehen und kann entscheiden. Ah, Leaderfork, der Lukas ist eine Wahnsinnsredaktion. Wir sehen jetzt hier diese gefährliche Halbwahrheit, die ich vorher angesprochen habe. Ja, da war der faktische Beweis dafür. Es sind jetzt keine Prozentzahlen da gestanden, ja, aber. Okay, es war eine furchtbare Halbwahrheit. Also 22 bis 34% waren es. Dann geht diese Geschichte, die ich im Kopf habe, geht dann tatsächlich auf einen Spieler der Athletik zurück. Und ich glaube, das stimmt jetzt tatsächlich mit 70%. Das war Christoph Probst damals, ein ehemaliger Lead-Off-Better, ich schätze vor ca. 10 Jahren bei den Athletics. Bei dem war das tatsächlich so hoch. Das ist eine starke. Wir werden dann im Nachhinein bei André Gruber fragen, weil der hat diese Geschichte nämlich aufgestellt. Naja, und ich habe jetzt einfach generalisiert, ganz klassisch aus der akademischen Welt, oder? Ja, wir haben alles richtig gemacht, hier nochmal kurz das Ganze gerade gerückt. So, und jetzt sind wir hier bei Felix Zimmerle, der in seinem At-Bat-Kampf gegen Stephen Johnson 2-2, der Count bei einem aus, läuft auf 1-2.
Also auch hier eine Drucksituation wieder für die Defense der Athletics. Wenn der Felix jetzt hier sich mit einem Hit belohnt, dann wird das hier wieder brandgefährlich. Ja, und Freddy Heisler hier auf Facebook, super aufmerksam. Also man kann von euch nichts sagen. Oh, wow. Ja, das ist stark. Oh, wow. So, jetzt müssen wir kurz hier... Okay, also... einfangen, was hier los ist. Ja, André Gruber wirft den Ball auf die zweite Base. Sevi Schütz nimmt sich ein Herz und nimmt direkt Steal zur dritten Base. Daraufhin löst sich allerdings auch First Base Runner Andrew Oberthaler, der ins Rundown gerät. Wird ausgemacht auf der ersten Base. Der Sevi Schütz scored, oder er versucht noch zu scoren, aber der Tag an Andrew Oberthaler ist bereits davor. War ja knappes Play an der ersten Base. Ja, und Andreas Bichler called ihn hier kurz safe, aber natürlich war vorher schon das Play zum dritten aus an der Second Base, damit scored der Run nicht. Kurze Verwirrung auch bei uns, beide Seiten haben gefeiert. Fall. Da ist viel passiert. Während wir noch darüber reden, macht sich Fabian Hirnscher bereit, der nun eingewechselt wurde für Max Wenger-Höhn. Also neuer Pitcher bei den Wanderers. Meiner Meinung nach der richtige Zeitpunkt, diesmal früher zu reagieren und hier einen neuen Pitcher zu bringen. Und Max Wenger-Höhn auf die Bank zu setzen. Er hat einen super Job gemacht, gar keine Frage, aber ich glaube, es ist gut, jetzt hier für einen Wechsel zu sorgen und es den Athletics wieder ein bisschen schwieriger machen, neue Pitches zu sehen, neuen Pitcher. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich der Fabi heute tut. Genau, und jetzt nochmal, um fertig zu brechen, danke hier an Freddy Heisler. Er blättert mir eiskalt auf. Ich freue mich aber natürlich, dass die Leute zuhorchen und auch aufpassen. Also ich nehme das mal als positive Kritik an. Wenn ihr irgendwelche wirklichen Wahrheiten habt oder auch Halbwahrheiten, bitte schreibt das rein. Wir geben das hier gern oder wir diskutieren das mit unserem halbprofunden Baseballwissen hier gerne auch vor euch durch. Also immer her damit. Wir freuen Freddy, uns. Jetzt musst du kontern mit deiner eigenen Weisheit hier. Wir freuen uns auf euren Input und an dieser Stelle, ich habe gerade eine Nachricht bekommen von einem unserer Spieler aus der zweiten Mannschaft, vom Flo, der heute krank im Bett liegt und er bedankt sich, dass er durch uns sich die Partien vom Bett aus anschauen kann. Eine gute Besserung an dich, Flo. Komm schnell wieder auf die Beine. Ja, alles Gute. Gut, wen haben wir für die Athletics? Horst Efferdinger, Raphael Mayer und André Gruber werden hier versuchen, die Führung der Athletics auszubauen. Ja, und wir sind Top des 6. Innings, also es wird wirklich interessant hier an dieser Stelle. Ja. Also jetzt wird es wirklich wichtig, also gerade beim Bottom der Lineup hier schnell und möglichst ohne Runs zu bekommen hier aus der Defense herauszukommen. Ich bin mal sehr gespannt, wie der Fabi sich heute anstellt, aber er ist wirklich ein sehr solider Pitcher, der auch eher viel im Count arbeitet, tief in die Counts geht. Nicht der unbedingt der Strikeout-Pitcher. Erster Pitch in Zeit. Ja, der Horsti wird sich auch hier mal die ersten ein, zwei Pitches ansehen. Genau, ja. Das macht Sinn. Schauen, wie sich der neue Pitcher hier tut. Gut, und 1-1. So, Matthias Lechner aus Kufstein grüßt uns hier auch über Facebook. Wir freuen uns und grüßen zurück. Ich hoffe, ihr habt Spaß hier bei uns im Stream. Ja, liebe Grüße nach Tirol. So, Schlag ins Left Field. Ins Left Field. Nicht ins Left Field. Leider für uns hier nicht klar zu sehen. Ich dachte aufgrund der Jubelschreie der Athletics Bank, dass der Ball komplett durchgegangen ist, aber Christoph Hoscher bringt den Wurf noch an, aber knapp fair hier. Schwieriges Play für Christoph Hoscher. Und hat entsprechend oder eigentlich überraschend schnell den Ball hier auch noch Richtung erste Base gebracht. Aber schwieriges Play, wird auch definitiv nicht als Ehre gescored werden. Ein Hit hier von Horst Efferdinger. So, Raffi Meier mit dem Band. Und der ist Weg. So. Ja, den kann man auch so und so sehen. Nichtsdestotrotz ein Aus und ein wunderschöner Band trotzdem. Genau da soll der liegen bleiben. Von Raffi Meier. Und er trotz seinen hohen Schlagdurchschnitten spielt hier fürs Team. Sehr schön zu sehen. Wunderbar. Also auch wunderbar jetzt genau in der Situation einen Band zu legen. Der Fabi
hat einen weiten Weg vom Mount, macht das aus noch an der ersten Base, aber damit der Horst Elferdinger an der zweiten Base bei einem aus. So. Ja, und André Gruber bei einem aus versucht hier Horst Elferdinger nun zu scoren. Auch der kann das, haben wir schon des Öfteren gesagt, den Ball einfach nach rechts rüber. Horst ist hier schnell genug, um auf einen Groundball ins Redfield zu scoren, behaupte ich mal. Ah, ein Bandversuch, aber geht ins Foul-Territory. Ja, das hat noch, ich schätze mal, ein Pushband hätte das werden sollen. Ja, am Pitcher vorbei vielleicht, Richtung Second Base. Der André, ja, weiß, wie man das macht. Ja. Ist auch durchaus so, glaube ich, dass das den Spielern selbst überlassen wird, solche Entscheidungen. Also ein Drag-Band wird normalerweise nicht gecallt vom Third Baseman. Das stimmt, ja. Und der André Gruber hat hier auch genug Erfahrung, um das selbst zu entscheiden. Ja, und er macht genau das, was wir besprochen haben. Es ist zwar kein Hit auf die rechte Seite, trotz alledem gutes Situational Hitting. Ja, bringt den Horst Elferdinger an die dritte Base. Er ist bei zwei aus. Schön, kurzer Schlag. Christian Thorn sich an der ersten. Nimmt sich ein Herz, schafft sich den Ball und macht das aus. Aber damit jetzt David Wolfmeier at bat. Und wenn er kann mit einem Hit hier den nächsten Run reinholen. Ja, es muss ein Hit sein. Bei zwei aus. Aber der kann das. Im ersten At-Bat ja mit dem Hit Richtung Redfield. Genau, sehr schöner Hit, ja. Das würde er jetzt wahrscheinlich ein zweites Mal gerne haben. Ja, das wird er sicherlich so unterschreiben. Ja, David Wolfmeier ursprünglich aus Grammerstetten als Leihspieler sozusagen bei den Athletics in der ersten Liga. Auch für ihn einige Fans hier, habe ich gesehen, also auch von den Grammerstetten Highlanders, sind hier einige angereist. Freut uns natürlich auch, dass Teams und Angehörige von Teams hier sind, die nicht direkt den spielenden Teams zuzurechnen sind. Ja, auf jeden Fall. Das ist schön, dass hier die Baseball-Community zusammenkommt, auch außerhalb von Wien, hier die Reise auf sich nimmt. Das macht Spaß. Ich glaube, die Spiele schaut sich jetzt jeder gerne an. So, nun ein Ball und zwei Strikes. Ja, da schreit das Stadion auf. Das war ein Laserball Richtung, oder in das Dugout eigentlich rein. Wow. Das Athletics Dugout, die sind jetzt munter geworden, schätze ich mal. Und er hat auch genau dieses kleine Loch hinten im Dugout erwischt und da ist er durch. Also Wahnsinn. Gefährlich, da kann man nicht mehr reagieren bei sowas wahrscheinlich. Ja, da muss man im Dugout hier als Gastteam wirklich immer aufpassen. Ah. So schwierig zu fielden, dieser Ball. Super. Aber ganz sicher, Georg Stemmer, Rightfield, kommt schnell genug unter den Ball und verwertet ihn. Damit kein Run für die Athletics. Und weiter geht's. Ja, guter Start für Fabian Hirscher, wie bereits angekündigt. Ja, eher jemand, der die Schlagmänner zu schlechten Kontakten zwingt. So, und jetzt geht's wieder in die Offense für die Wanderers. Und zuvor noch ganz kurz in die Werbung. Ja, und ich mache weiter und gebe die Grüße aus Facebook von euch allen gerne weiter. Don Wolfi alias Strini alias Wolfi, Wolfgang Strini, wer kennt ihn nicht in Baseball Österreich, auch in Urgestein, der grüßt uns hier auch aus der Metropole Techt, der schaut sich also offenbar zu Hause das Spiel an. Auch an dich Strini, hallo, und ich hoffe, es macht Spaß. Also die Metropole Techt, davon habe ich noch nie gehört. Oder? Ja, dann bist du wahrscheinlich eben einfach nicht lang genug in Österreich. Ja, das stimmt dann wahrscheinlich. Gut, Steven Johnson kommt zurück auf den Mount, ist auch mit seinen Warm-Up-Pitches fertig und sieht als erster hier Christian Tomsich. Ja, jetzt wird der Christian hier versuchen, wieder als Leadoff auf die erste Base zu kommen, wie wir schon vorher gesagt haben. Auch wenn es nur 22-34% sind nach einem Walk, ist das natürlich eine gute Quote. Aber der Christian ist auch immer für einen Hit gut. Vorschlag in Centerfield, schwer zu sehen, aber David Brandt fängt ihn sicher aus der Luft. Kann sich hier beweisen, da macht sich das mehrmalige Training in Wales unter Flutlichtbedingungen
bezahlt ohne irgendeinen Zucker hier von David Brent. Ja. Gefangen der Ball. Im ganz Nebel easy. Und in Dunkelheit. Ja. Nebelbedingungen konnte man wahrscheinlich nicht simulieren. Man weiß nicht. Wir werden das nachher herausfinden, ob es das auch in Wales gab. Da haben sie so Nebelkabinen aufgestellt. Ja. Keine Ahnung. Ja. Und Stephen Johnson mit einem schnellen, hohen Fastball hier. So, Georg Stemmer. Genau, Georg Stemmer. Wieder mit demselben Problem zu kämpfen. Hohe Fastballs. Aber bisher, er hat wirklich heute Probleme, hier den Schläger auf den Ball zu bekommen. Ich würde es dem Burschen gönnen, wenn er jetzt hier sich mit einem Base-Hit eintragen kann. Aber, na. Ja, und wieder der hohe Fastball. Ja, es reicht heute die nicht. Die Athletics wissen es mittlerweile, wo sie ihn kalt erwischen können, ja, damit das Fall. Dritte Strikeout für ihn in diesem Spiel. Ja, ist leider ein bisschen zu leicht hier für Stephen Johnson, aber das ist natürlich, es liegt auch einfach daran, dass der Stephen hier wirklich wahnsinnig gut unterwegs ist als Pitcher. Weiter Schlag ins Right Field von Christoph Boscher. Aber Raffi Meyer macht das da ganz sicher. Weiten Weg, den er auf sich nimmt, aber kein Problem. Schade. Ja, sehr souverän von Raffi da draußen. Ja. Und so kann es gehen. Jetzt sind die Wanderers, haben sie dasselbe Problem wie die Athletics im ersten Spiel. Kaum sind sie in der Offense, sind sie schon wieder draußen und müssen sich wieder in der Defense durchsetzen. Ja, genau, das macht der Stephen Johnson jetzt im Vergleich zu den ersten beiden Innings super gut. Gibt seinen Spielern hier viel Zeit, sich im Dugout auszuruhen und lässt sie nicht lange draußen verweilen. Ja, also wirklich sehr gute Performance da auf dem Mount vom Stephen Johnson. Letzte Woche klar mehr Probleme hatte mit den Schlagmännern der Wanderers. Aber nun Fabian Hirnschall wieder auf dem Mount mit seinem zweiten Inning als Pitcher. Ja. Catherine Degu, I hope I'm pronouncing this right. You're saying hello from the States, we say hello back from Vienna. Great to have you here in the stream and thanks for watching us. Would be great if you would tell us who you are cheering for and like you might be related to some player. Let us know. Thank you. Fabian Hirnschall ist mit seinen Warm-Up-Pitches hier fertig und es geht weiter mit dem Lead-Off-Hitter der Athletics mit Felix Wilhelm, die wiederum versuchen, den Vorsprung hier aufzubauen und vielleicht zu einer früheren Entscheidung des Spiels beizutragen. Gut, Felix Wilhelm ist bereit und zieht sich den ersten Ball an der Inside-Kante hier an. Ja, wir sehen auch hier wieder seine Stats eingeblendet. 3,47 in der Regular Season, in den Playoffs etwas niedriger mit 2,38, aber er war definitiv in den richtigen Situationen da. Felix, einige Klatsch-Hits hier in dieser Serie auch schon? Ja, wirklich ein guter Spieler. Der da schon in wichtigen Entscheidungen sehr in Herz genommen hat und die Bälle, eigentlich, ich erinnere mich an die Oppo-Hits von ihm, ja, immer gut verwertet hat und dafür Runs gesorgt hat. Ja, echt erwachsen geworden, auch meistens ja vielleicht ein kleines Problem von unerfahrenen Spielern oder jüngeren Spielern, dass sie in schwierigen Situationen etwas nervös werden. Ja, aus diesem Status ist der Felix lange draußen, der ist super nervenstark mittlerweile und schafft es auch hier in Klatsch-Situationen gut zu performen. Ja, und hier nimmt er ein 5-Pitch-Walk. Ja, damit wieder Arbeit. Der Lead-Off-Walk und wir sind wieder. Na, ich spreche die halbweise nicht mehr an, weil ich schäme mich. Trotz alledem, Lead-Off-Walk hier. Genau, und jetzt Martin Gruber, der Shortstop in dieser Partie. Ja, mit deinem Bandversuch. Ja, leg den Band. Der ist gut, der Band. Der macht, was er machen soll. Dieser Band bringt Felix Wilhelm hier auf die zweite Base, Martin Gruber damit auf der ersten aus. Ein Sacrifice-Hit.
Wird hier die High Five seiner Teams bekommen, wenn er zurück ins Dugout geht. So ist es. Opfert sich fürs Team. Ja, und Teamplayer. Schon haben wir wieder David Brand am Schlag. Kommt mir so vor, als wären wir hier in jedem Inning die drei Amerikaner hier sehen, die das Herz der Offense-Lineup hier bilden, der Athletics. Schauen wir mal, wie der Fabi mit ihm umgeht. Ja. Ja. Curveball hier für den ersten Strike. Schöner Pitch. Stimmt, ich musste Matti berichtigen, der David Burns ist kein Amerikaner, sondern ein Kanadier. Ah, oh, das tut mir sehr leid. Ja, ja. Ich habe es mir, als ich es gesagt habe, noch gedacht, okay, ich weiß es nicht zu 100%, aber... Mittlerweile trotzdem schon fast schon Österreicher, ist ja sehr, sehr lange da schon, der Dave Burns. Ja. Wird manchmal etwas auf die Schippe genommen, weil sein... Naja, weil er sich halt noch immer kein Wurst 10-mal bestellen kann. Der nächste Broken Bat, ja. Und wieder ein sehr, sehr knappes Play. Ja, schön gecharged im Ball von Benjamin Husti vom Shortstop. Gar kein leichtes Play, der da Vollgas geben muss. Wirft auf die erste. Der Umpire entscheidet wieder Bang-Bang-Situation. Mit dem Aus. Knappe Entscheidung. Absolut, ja. Ja, war auch leider nicht produktiv hier, dieser Schlag von David Brandt. Also Felix Williams steht nach wie vor auf der zweiten Base. Kann nicht weiter. Aber der vierte Broken Bat, auch nicht wenig für eineinhalb Spiele. Auf jeden Fall, ja. Das wünscht man sich nicht, zumindest wenn es die eigenen Schläger sind. Ja. Also auch fürs Team nicht, natürlich. Aber. Ja, hat auch vielleicht mit der Temperatur irgendwie zu tun, oder? Das kann natürlich sein. Ich glaube schon, dass Schläger vielleicht ein bisschen leichter brechen, wenn es kälter draußen ist. Ja, ich habe mal den großen Fehler gemacht vor 2 Jahren im Winter, dass ich meinen Holzschläger im Auto im Kofferraum liegen gelassen habe. Gleich beim ersten Training ist er mir natürlich gebrochen. Das macht man nur einmal. So, während ich das noch erzähle, das dritte Aus und die Wanderers kommen hier schadlos wieder raus. Wunderbar. Jetzt müssen die Wiener wieder angreifen. Ja, and in the meanwhile I'm gonna switch back to English real quick. Both the parents of David Brandt and Stephen Johnson say hi via Facebook. We're super happy you're following us and I hope you enjoyed a great game. Have fun. Ja, ich glaube, die Eltern von Stephen Johnson können gerade auch nur sehr zufrieden sein mit seiner Leistung. Ganz stark, was er auf dem Mount macht. Ja, jetzt mittlerweile im 7. Inning da draußen, ohne irgendwelche Schwächen zu zeigen. Also die Schwächen hat er in den ersten 2 Innings schon rausgeblasen sozusagen. Ja, und die Wanderers pushen sich hier nochmal, gehen in den Huddle zusammen. Ja, die wissen, die müssen jetzt was machen. Ja, auf jeden Fall. Man will nicht aufs 9. Inning warten. Ja, das ist jetzt eine schwierige Situation. Die Wanderers sind in der Offense einfach gerade wieder so ein bisschen gefangen. Schon das ganze Spiel über, die Kontakte sind nicht gut genug. Am Anfang haben wir schon drüber geredet, die Batter ärgern sich selber, wenn sie den Ball wegfaulen. Sie sehen, scheinen die Pitches gut zu sehen, aber sie können einfach nichts daraus machen, nichts Zählbares anschreiben. Da muss jetzt einfach nochmal ein Ruck durch die Mannschaft gehen. Ich glaube, dafür reicht es aber auch einfach wieder ein, zwei glückliche Situationen und schon ist das Momentum wieder auf ihrer Seite. Das kann ja sauschnell gehen im Baseball, das kennen wir ja alle. Genau so ist es. Vor allem, wir sprechen ja auch nur von 2 Runs. Die sind relativ schnell ausgeglichen. Ja, ja. Ja, bisher die Athletics haben es halt wirklich geschafft. Jetzt ohne Error kommt man einfach gut durch die Defense Innings und ja, so leicht kann es dann gehen. Ja, und jetzt so. Benji Husti, der sich den ersten Strike mit einem Fastball an der unteren Kante der Zone ansieht. Und der ist zu tief. So, nun 1-1. Ja, jetzt auch drei relativ schnelle Runner der Wanderers. Demnächst at bat, glaube ich, oder? Genau. Benji, da wieder. Money, Armin hoher und Pop-Up. So, und der bleibt im Feld. Ja. Ja, ein Foul Flyball. Ja, das ist ärgerlich. Da ärgert sich der Benji Hust ja auch. Das ist natürlich genau das, was sie jetzt gerade nicht gebrauchen können. Natürlich immer leicht zu sagen, aber ach, das ist ärgerlich. Jetzt geht's weiter. Jetzt Armin Mani, gerade schon angesprochen, der schnellste Läufer des Teams. Wäre natürlich besonders wichtig, ihn auf die erste Base zu bekommen und dann vielleicht endlich mal Small Ball, einfach mal eine Base stehlen.
Ja, und schon langsam fängt die Social Media Community hier zu erwachen an. Der Strini Wolfgang versorgt uns hier mit einem Fact, nachzulesen auf Facebook. Der sagt, statistisch werden im Baseball die meisten Runs im ersten und sechsten Inning gescored. Spricht das natürlich für die Athletics, weil die sind schon vorbei, die Innings. Ja, das stimmt. Das wäre denen wahrscheinlich recht. Und im ersten Inning, glaube ich, das können wir auch schon mal unterschreiben, weil die wollen uns da gleich zweimal angeschrieben haben. Genau, danke Strini auf jeden Fall. Keep them coming. Ja. So, und der Lukas versorgt uns mit dem nächsten Fact, den ich jetzt selbst mal lesen muss. Ich glaube, es geht um die Temperatur und um die Bats. Ach, und Strikeout für Amiman. Jetzt weiter aus, das ist natürlich nicht das, was sich die Wonders hier vorgenommen haben, nachdem sie im Huddle sich nochmal angefeuert haben, aber ja. Ja, Lukas bestätigt mich hier mit dieser Einblendung, also es hat definitiv die Temperatur eine Auswirkung auf die Schläger. Ja, damit haben wir diese Theorie faktisch unterlegt. Danke, Lukas. Ja, endlich mal wieder ein Fakt, den wir bringen konnten. Ja. Wir bessern uns. So, und der erste Strike in der Zwischenzeit. Ja, der Steven Johnson wieder solide. Okay, jetzt White Pitch, aber kein Problem. Zum jetzigen Zeitpunkt wird das nicht weiter stören. So, und damit Sevi, glaube mit zwei Walks hier bereits. Ja, drei Walks sind sogar schon, laut Live-Ticker. Ja. Und einer Stolen Base. Auch so kann man auf die erste kommen und Spiele entscheiden. Ja, das muss nun aber sein. Nun schon mit zwei Strikes gegen sich. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das noch ein Walk wird. Ja, Steven Johnson, ich hoffe, ich werde auch sofort mit diesem Pitch, wird er nicht herumeiern. Sofort mit diesem Pitch versuchen, aber ein hoher Fastball hier. Severin Schütz beißt nicht an. Damit stellt es auf 2-2 im Kaut. Ja, aber passt schon, den zu werfen. Der erste Strike, den der Sevi geschwungen hat, war auch viel zu hoch. Jetzt auch wieder hoher Ball. Der fällt. Ja. Ganz wichtig für die Wanderers jetzt leider. Ein Blooper hinter die zweite Base, wo David Brand nicht herankommt, aber auch Shortstop Felix Wilhelm. Oder mal, ja, Felix Wilhelm, der auch nicht rankommt. Na, Martin Gruber spielt Shortstop, right? Ja, ist richtig. Ja, kommen beide nicht ran. Einmal jetzt Chad Lauer, letztes At-Bat Strikeout. Ich glaube, der wird jetzt mit ordentlich Feuer hier an die Plate gehen. Ich hoffe, dass er das ummünzen kann. Ja, und Severin Schütz wieder auch bestätigt und belohnt für seine geduldigen At-Bats zuvor mit drei Base und Balls. Wird jetzt mit einem Hit belohnt, durchaus verdient. Ja, auf jeden Fall. Geduld wird normalerweise belohnt. Ja, Chad Lauer. Was macht der? Ja, ist mir gerade ein bisschen zu wild. Aber so wie ich ihn kenne, wenn er einen ersten Strike, wenn er da so volles Risiko geht, das macht er nur einmal. Und jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen gefasster. Aber auch hier. Volltipp. Ja, und damit gleich mit zwei Strikes hinten. Ja. Kein Ball. Ja, Steven Johnson. Ja, der geht Partie, direkt ja. auf die Beta. Ja, ganz versucht stark. Versucht die nicht irgendwie taktisch herumzueiern, sondern geht direkt auf die Strikes und versucht die Beta schnell wieder niederzusetzen. Ja. Und schafft das auch bei Chad Lauer hier mit diesem starken, hohen Fastball. Chad Lauer beißt ihm an. Ja. Ja, und das nächste Inning, das Steven Johnson hier ohne Runverlust abschließen kann. Ja, ganz starke stark von Partie, ihm. Ich, ja. ich kann es nur immer wieder sagen. Er wird wirklich im Verlauf des Spiels immer stärker. Sehr, sehr schön anzusehen. Und wir verabschieden uns nochmal kurz aus kommerziellen Zwecken.
Ja, nach Silva Livisella schaut uns hier zu, von Kreta aus, ich habe es vorher schon angesprochen. Wir freuen uns sehr. Sie ist ja die, unsere Lieblingsfotografin im Athletics Ballpark. Also wir freuen uns über jeden Fotografen, der da ist. Es ist jetzt natürlich nicht sie ja die Mutter von Sebastian und Martin Livisella. Martin hier am Feld zu sehen, Sebastian Livisella, unser Präsident. Ja, und steckt auch hier sehr, sehr viel Zeit immer ins Fotografieren und ins Nachbearbeiten der Fotos. Wir freuen uns immer sehr, sehr über Ihre Arbeit. Danke, Silvia. Ja, da muss ich auch noch mal dazu sagen, das ist natürlich immer toll, wenn solche, solche Menschen sich da die Zeit nehmen und für so einen Verein Fotos machen, drumherum helfen. Weil gerade Bildmaterial ist natürlich das Wichtigste, was uns im Baseball als Amateursport hilft, um uns bekannter zu machen. Weil gutes Bildmaterial, das hilft uns halt einfach bekannter zu werden. Und das ist halt wirklich klasse, was sie da abliefert. Ich habe mir auch letzte Woche erst ihre Flickr-Seite und die Bilder angeschaut vom letzten Wochenende. Super cool. Sind auch geteilt auf der Athletics und auf der Baseball Austria-Seite die Bilder zu den Spielen der letzten, also Spiel 1 und 2 aus der letzten Woche. So, und damit geht es mit Dave Burns hier weiter. So, bei den beiden letzten At-Bats immer auf dem ersten Pitch direkt gegangen. Ja, wir werden sehen. Ja, den sieht er sich an. Ja. Auch wenn es ein Strike ist, ich bin trotzdem da sehr, sehr einverstanden, dass er sich mal einen Pitch ansieht. Der kann auch viel mehr, der Dave Burns, als er heute schon gezeigt hat. Wie wir aus dem letzten, aber das brauche ich dir nicht sagen, von der letzten Woche. Nicht ja, ich erinnere mich vage. Ich habe versucht, es zu vergessen, aber es hat nicht funktioniert. Ja, ist schwierig. So, 1 und 1, der Count. Ja, Ball. Zu niedrig. Ja, Fabi, wie ich letztes Wochenende schon erwähnt habe, Pendel zwischen Frankfurt und eigentlich Wien und St. Pölten. In St. Pölten ist er in der FH. Der Schlag von Dave Burns, Christoph Hoscher mit dem Wurf auf der ersten. Und aus Nummer 1. Ja, Dave Burns ja auch wieder ein schnelles Aus. Ja, wir wissen alle, erst in den wichtigen Situationen ist er da. Ja. Ja, das braucht nicht immer nur, es braucht nicht immer nur einen, da muss auch das Team machen. Das stimmt. Ja, gerade auch extrem wichtig für die Wanderers, jetzt hier direkt das erste auszuhaben und absolut hier vielleicht schnell durchs Inning zu kommen. Das erste Inning seit 3, wo es keinen Leadoff Runner gibt, oder? Das macht schon einen Unterschied aus. Ja. Das, da haben wir schon drüber geredet, auch wenn es nicht immer für Runs sorgt, aber du hast einfach sofort Druck in der Defense, wenn du dann Läufer stehen hast. Und der Pitcher muss ganz anders agieren. Ja, und ja, zurück. Weißt du, ja. Tiefer Ball hier, knapp an der Kante, würde ich mal sagen. Und der Schlag auch wieder zu Christoph Hoscher. Ja, starker Wurf von ihm. Ja, der ist super erinnert drüben, der Christoph Hoscher heute. Er kriegt sehr viele Bälle, lässt aber keinen Zweifel an irgendwelchen. Also lässt keinen Zweifel aufkommen, ja. So sagt man das. Ja, wirklich stark für so einen jungen Bengel, möchte ich fast sagen. Also er war wie alt nochmal? 17. Ja, das ist Wahnsinn. Ja, der macht das toll. Ja, und zum Fabi zurück, der in St. Pölten ist er noch in der FH. In Frankfurt arbeitet er. Und ab und zu schafft das dann noch nach Wien und spielt mit uns wieder ein bisschen Baseball. Ein extrem wichtiger Typ auch im Team, der viel hilft, den Jüngeren auch weitergibt. In letzter Zeit leider etwas zu wenig am Baseballfeld, aber dafür kann er halt nichts. Gut, Raffi Meyer sieht sich hier den ersten Ball, zweiten Ball an. Das ist der erste Ball. So. Ja, guter Schwung hier. Ja, der Raffi, was hat der gemacht, dieses Spiel? 0 für 2, ein Sacrifice Bunt dürfte das gewesen sein und ist einmal Cold Stealing, aber jetzt ein perfekter Schlag über die First Base drüber. Genau über die Base und der Ball verspringt sich da draußen von der Absperrung am Feld hier auf der Spinalwiese weg und bringt damit Raffi Meyer auf die Third Base. Das dürfte aber als Triple gescored werden, weil es hat keiner irgendwie Einfluss drauf nehmen können. Ganz kurios, wie dabei. Der Ball auf jeden Fall fair, klare Entscheidung, aber springt so unglücklich an einen der Zaunpfosten, dass er halt einfach zurück ins Weitwind springt. Der Georg Stemmer muss einen weiten Weg machen und hat keine Chance, da den Raffi irgendwie
an der zweiten Base zu halten. Natürlich sehr ärgerlich für die Wanderers. Aber zwei aus. Jetzt müssen sie hier mit André Gruber das nächste aus versuchen zu erreichen. Ja, der Raffi auch gut gelaufen. Er ist durchaus ein schneller Spieler, auch wenn es nicht so aussieht, weil er ja ein langer Lulatsch ist, wie wir in Oberösterreich sagen. Ja. Aber der ist durchaus schnell. Also es kommt auch trotz diesem versprungenen Ball nicht jeder auf die Third Base bei diesem Spiel. Das stimmt, ja. Ah, Curveball. Ja, der andere jetzt relativ schnell mit zwei Strikes hinten. Nimmt den Schläger jetzt hier kürzer und versucht noch irgendwo ein Loch zu finden im Infield. Ah, aber der Flugball ins Infield, das dürfte kein Problem sein für die Wanderers Defense. Ja, Benjamin Husti schnappt ihn sich. Und damit das dritte aus. Ganz wichtig, aber jetzt geht's wieder zur Sache. Die Wanderers haben nur noch zweimal die Chance hier anzuschreiben und in der Offense was zu machen. Daher ganz wichtig jetzt das achte Inning. So, wir werden hier gefragt, Matti, haben die Wanderers Walk-Up-Songs? Ja, sie haben Walk-Up-Songs, natürlich. Es wird hier auf Facebook gefragt, was der Song ist, wenn Armin Mani drankommt, was sein Walk-Up-Song ist. Ja, ich kann den Titel kann ich dir auch nicht sagen, aber Armin Mani ist ein ganz großer Drum-Bass-Fan und da scheint ein Drum-Bass-Fan auf jeden Fall bei Facebook aktiv zu sein und möchte wissen, was das für ein Track ist. Also ich kann nach dem Spiel mal nachhaken. Beziehungsweise, ich mache jetzt kurz den Weg nach oben und ich bringe das mal in Erfahrung. Perfekt. Also, lieber Wolfgang, wir werden versuchen, das für dich in Erfahrung zu bringen. Es werden keine Kosten und Mühen gescheut, um euch zufriedenzustellen. Johannes, Wechsel, kannst du wechseln? So, und wir hören gerade einen Wechsel. Gut, ich höre gerade noch zu, wir werden das euch gleich aufbereiten, wie er umgewechselt wird. Ich höre nur, dass David Wolfmeier wird hier ins Left Field gehen. Christoph Forstner, ein junger, schneller Utility-Spieler, kommt hier rein und geht auf die Second Base und wechselt damit Horst Efferding aus. So, jetzt haben wir es beieinander. So, das heißt, ja, bitte. Ich habe mir kurz die Infos geholt, wegen des At-Bat-Songs von Armin Mani. Das ist der Künstler Metric mit dem Song Fatso. Allgemein bekannt. So, ein Routing Ground Ball hier Richtung Martin Gruber und das erste aus für die Athletics. Wir sind schon top des achten Innings hier. Ja. So, und wir haben jetzt eine kleine Challenge für unsere Zuschauer. Ihr seht, wo schaust du gerade? Poste ein Bild von dir beim Schauen und gewinne freien Eintritt und ein Freigetränk bei einem Spiel der Athletics. Also die Athletics opfern sich hier mit einer Freikarte für unsere Social Media Community. Wir würden uns wirklich freuen, wenn ihr uns zeigt, von wo ihr euch dieses Spiel anschaut. Wir freuen uns. So, der Felix Zimmerle startet hier direkt mit einem, Pop-Up ins Foul Territory. Der zwar im Feld geblieben ist, aber André Gruber spart sich den Weg. Und weiter geht's mit Steven Johnson. Ja, ein etwas zu tiefer Fastball hier. Der Nebel hier hat sich mittlerweile auch wieder ein bisschen gebessert. Das dürfte nur so der Vorabendnebel kurz gewesen sein. Also ich bin guter Dinge, dass wir das auch ohne Probleme durchbringen hier, das Spiel. So, jetzt der nächste V-Ball an Felix Zimmerle. Ja, also ich denke, das wird keine Probleme mehr machen hier heute, die Nebelschwaden, die hier auf die Spähnadelwiese gewabert sind oder gewandert sind. Ach. Ja, und das ist das dritte Strikeout in diesem Spiel für Felix Zimmerle. Bittere Pille für ihn. Auf jeden Fall, ja. Aber wenn wir an Spiel 2 denken, ja, der Mann kann das definitiv anders. Ja. Hat hier heute einfach keinen Zugriff auf die Pitches von Steven Johnson gefunden bisher. Und nun Christian Tomczyk, der sich auf den Weg macht, hier auf die erste Base zu kommen. Und die Wanderers hier irgendwie im Spiel zu halten und dieses Inning noch Runs zu produzieren. Ja, V-Ball.
So, wir bekommen hier Lob auch von Markus Gröslinger. Wir bedanken uns ehrlich, herzlich. Vielen Dank. Und hoffen, es macht Spaß. Gut, ein schwierig zu vieler, kurzer Flugball, aber da draußen frisch an dieser Position. David Wolfmeier macht das souverän. Ja, ein super schneller Mann auch da draußen, perfekt gestellt. Und damit kommen die Athletics auch aus dem 8. Inning raus. Und jetzt sind wir schon bei 3 Outs, die noch brauchen für das dritte Spiel oder den dritten Win der Serie. Mhm. Ja, das ist natürlich jetzt hier wieder eine knappe Partie, die bis ins letzte Inning geht, aber die Wanderers müssen sich noch mal weitaus steigern, um hier im letzten Inning noch mal Runs zu machen. Da bin ich mal gespannt, wie sie sich da anstellen werden. Aber natürlich erstmal geht es in die Defense und da müssen jetzt 3 schnelle Outs her. So, wir melden uns nach einer kurzen Pause zurück. Bis gleich. So, und da sind wir auch wieder zurück. Nun, David Wolfmeier, der gerade das letzte aus dem Left Field gemacht hat, gleich mit einem V-Ball. Versucht hier. So, jetzt wollen wir mal schauen, wenn die Athletics hier auch im letzten Inning nochmal anschreiben könnten. Das wäre, glaube ich, auch ein ziemlicher. Das würde den Wanderers auf jeden Fall wirklich noch ein bisschen mehr Schwierigkeiten bereiten. Nicht nur wegen der Runs, die sie aufholen müssen, sondern einfach, weil es verdammt schwierig wird, da wieder herauszukommen aus so einer Situation. Das wäre nochmal so ein Schlag in den Nacken, wie man, glaube ich, sagen kann. Ja, das werden sie definitiv versuchen, die sogenannten Security Runs hier noch oben drauf zu packen. Genau, ich sage mal, wie im ersten Spiel, wo der dritte Run von den Monos auch extrem wichtig war, da einfach nochmal für Klarheit zu sorgen und dann noch ein bisschen mehr Sicherheit zu geben für die Defense. Naja, aber Fabi struggelt hier auch ein bisschen. 3-1 der Count. Ja, und gutes At-Bat hier auch von David Wolfmeier. Nimmt einige Borderline-Pitches und das dürfte auch zum Hit werden. Ja, ein schöner, ein nicht zu hart geschlagener Ball, aber an die richtige Stelle hier zwischen Third Baseman und Shortstop rein, aber keine Chance hier. Ja, findet die Lücke. Für die Defense der Wanderers, für Benji Husti den noch rüberzubringen auf die erste Base. Und damit haben wir wieder einen Leadoff-Runner. Wie so oft hier in der Defense der Wanderers. Man muss aber auch dazu sagen, die Athletics hatten jetzt nicht viel nach diesem Leadoff-Runner zu sagen. Also die Wanderers kamen auch immer wieder sehr, sehr gut raus. Selten gescored, dieser erste. So, jetzt vielleicht Double Play. Na, Benji bubbelt und zu spät. Kann keinen Wurf mehr setzen. Ja, da hat jetzt er auf einmal Probleme. Mhm. Bringt den Ball nicht aus dem Handschuh, glaube ich. Ja, den hat ihn sicher gefieldet, aber er rutscht ihm hier aus. Hat sich ja auch mit dem etwas feuchten Boden mittlerweile hier auf der Spenadelwiese schon zu tun. Auf jeden Fall, ja. Ja, weder das aus auf der zweiten noch auf der ersten. Ja, das sind natürlich die vielleicht spielentscheidenden Situationen. Diese Kleinigkeiten, die machen den Unterschied. Im ersten Spiel hatten da die Athletics ein bisschen mit zu kämpfen und zu hadern. Aber jetzt sind die Wanderers hier dran. Ja, der Schlag von David Wolfmeier wird als Single gescored. Völlig zu Recht. Diese leichten Probleme hier von Benjamin Husti, leider aus seiner Sicht als Error. Felix Willon dadurch auf der ersten. So, der Martin Gruber hat ja gerade schon kurz den Band angezeigt.
wird jetzt den Band legen. Bleibt im Foul-Territory. Ja. Der Fabi, hilft da noch kurz nach. Ja, macht hier keine Anstalten, den Ball aufzuheben, berührt ihn kurz mit dem Fuß. Sorgt damit für klare Verhältnisse und den Foulball. Ja, das ist sicher auf der Spinalwiese. Der Ball kann auch jederzeit wieder der nächsten Unebenheit wieder hineinhüpfen. Da kann ich also. Gut, Martin Gruber wird halt vielleicht trotzdem zum zweiten Mal jetzt mittlerweile probieren, den Ball runterzubringen. Nein, kein Band hier von ihm. Er konnte ja auch von der Stelle, wo er den Band hingelegt hat, durchaus als Dragband zu sehen sein. Auf jeden Fall, ja. Vom Sackband versucht man doch eher den Richtung oder relativ sicher runterzulegen. Er legt ihn down the line und ist natürlich schnell genug, um hier auch die erste zu erreichen. So, jetzt aber 1 und 2. Der mit 2 Strikes auch schon wieder hinten. Ja, gutes Hit-Bat. Wieder. Die Foul ist gefragt. Foul-Tipp. 1, 2, 3. Macht es dem Fabi hier anscheinend nicht einfach, aber das war auch klar. So, der Fabi kommt mit dem nächsten Pitch. Ja. Ja, das war stark. Und das war das erste Out. Starkes Ebet. Ja, das war wichtig jetzt für die Wanderers Defense, da direkt das Aus an der Platte zu bekommen. Jetzt mit einem Out. Double Play würde sie direkt wieder rausbringen. Aber gegen David Brand auch keine leichte Aufgabe. David Brand bisher sich gut getan in der Offense. Genau so ist es. Wir haben auch David Brand mit dem hart geschlagenen Ground Ball. Und von mir schon angekündigt. Und das war's. Double Play. Ja, der ist hart genug geschlagen. Wanderers Defense. Ja, das war wichtig für die Jungs. Das gibt noch mal einen extra Push und mal schauen, ob sie das jetzt auch wirklich mit in die Offense nehmen können. You can kick it. Gut, das Stadion erwacht hier, während wir erfahren haben, dass man Livestreams nicht mit Fotos kommentieren kann, was natürlich unser gesamtes Gewinnspiel relativ sinnlos macht. Ich würde vorschlagen, wir machen es einfach so, ihr postet das Foto und taggt bitte Austrian Baseball Federation. Und aus diesen Fotos werden wir dann einfach die Gewinner ermitteln. Das klingt vernünftig. So, Steven Johnson auch im 9. Inning hier draußen. Versucht jetzt mit den letzten drei aus hier für das Ende des Spiels zu sorgen. Bei den Wanderers werden da als erstes mal dagegen haben Georg Stemmer, Christoph Roscher und Benjamin Husti. Ja, das ist jetzt wichtig, dass die Burschen hier auf Base kommen oder auf jeden Fall aggressiver im Bett sind. Gerade Georg Stemmer, der erste Schlagmann, das wäre immens wichtig, wenn er es auf die erste Base schafft, egal wie. Ja, wenn man den Tying Run hier an der Platte hat, das wäre schon eine schöne Situation. Obwohl, es ist in Attnang viel gefährlicher wie hier in Wien in Wirklichkeit, weil in Attnang, wie gesagt, die Grenze oder die Schwierigkeit, einen Home Run zu schlagen, doch deutlich geringer ist als hier in Wien. Ja, da kann es schnell vorbei sein dann auch, ja. Aber hier in Wien braucht es etwas mehr, das heißt, eher zum Ziel führen werden consecutive Hits, also einige Hits hintereinander, als die Home Runs. Und das wissen die Wanderers, die spielen ja doch ab und zu mal hier. Ja, ja, also jetzt wird es einfach wichtig hier, einfach mit dem richtigen, Approach an die Platte zu gehen. Ja, ganz stark der erste Strike gleich durch Steven Johnson hier. Ja, der Georg muss jetzt. Right at the batter. Ja, der Georg muss jetzt die Nerven behalten. Ja, zweiter Strike. Schöner Kontakt, aber jetzt wieder das alte Spiel. Zwei Strikes gegen den Georg. Jetzt muss er aufpassen auf den hohen Fastball. Ja, auch die Pace von Steven Johnson ist eine durchaus hohe. Da überlegt man dann, ob nicht der Schlagmann vielleicht sich mal Time nehmen sollte, mal den Rhythmus von Steven Johnson etwas brechen. Er lässt jetzt wenig Zeit, dem Schlagmann sich zu konzentrieren. Ja, und genau so behaupte ich jetzt doch einfach mal, overpowered ja hier Georg Stemmer, oder? Ja, auf jeden Fall. Der war einfach von der Geschwindigkeit, nicht des Balls, sondern der Pace von Steven Johnson überrascht. Ärgert sich hier. Ja, Georg auch dementsprechend bedient. Stapft hier ins Dugout. Ja, aber jetzt wichtig,
Jetzt muss der Christoph Hoscher hier einfach seinen Job erledigen und auf die Base kommen. Das ist natürlich viel Druck gerade für die jungen Spieler jetzt gerade. Aber so ist das nun mal in einem Finale. Da gibt es in den Reihen der Wanderers Pinch-Hitter, dedizierte. Muss ich kurz nachdenken, aber es wäre auf jeden Fall noch der Sascha Kotra auf der Bank, der auf jeden Fall mit viel Geschwindigkeit unterwegs ist auf den Bases. Aber. Ja, und Steven Johnson? Ja, der. Ja, ohne Zweifel. Der will hier nichts anbrennen lassen. Ja, und ich weiß, ich sag's zum vierten Mal dieses Spiel, aber es ist einfach für mich immer super schön anzusehen. Der wird mit jedem Inning stärker. Ich habe noch wenig solche Pitcher wirklich gesehen, die sowohl körperlich als auch geistig mit jedem Inning einen Schaufall zulegen. Ja, wirklich ganz stark, im neunten Inning da den Ball so reinzuführen. Hey. So. Ja, Steven Johnson und André Gruber versuchen es hier mit einem hohen Fastball. Christoph Hoscher beißt hier nicht an, damit der Count auf 2 und 2 bei einem aus im 9. Inning dieses Spiel 4 in der Finalserie. Ja, spannend. Im Nebel, Wien im Nebel. Und ja, und das nächste Strikeout, ja. Johnson in Höchstform, würde ich jetzt mal sagen. Auf jeden Fall, ja. Das war stark. Der zweite. Ja, und Benji Huste hier. Der nächste und vielleicht auch schon letzte Kandidat der Wanderers, der hier noch versucht, das Spiel zu drehen. Benjamin Huste hier auf jeden Fall mit mehr Routine. Natürlich in den Knochen als Christoph Hosch und Georg Stemmer. Das hohe Fastball. Ja, und wir haben mittlerweile sogar leichte Probleme, hier den Centerfielder draußen zu sehen. Es zieht wieder so eine Nebelschwade über das Feld. Sieht recht schön aus, sehr episch irgendwie, oder? Ja, schöner Schlag. Der solide Hit. Ja. Base Hit von Benji Husti. Ja, das war natürlich wichtig. Das ist genau das, was ich mir persönlich jetzt erhofft habe, dass der Benjamin natürlich da einfach ein bisschen mehr die Nerven behält. Da einfach den Ball auf den Ball bringt und sehr schöner Base Hit hier, up the middle. Und damit jetzt Ami Mani mit dem vorher angesprochenen Headbat-Song. Fetzo von Metric. Ich fühle mich schon wie ein Radiomoderator hier. Ja, war ein schöner Schwung hier. Ja, auch hier wieder die Frage: Runner auf der First Base. Der dreht das Spiel allerdings nicht um. Das heißt, die Athletics Defense wird sich völlig auf den Batter hier konzentrieren. Kann man vielleicht das Runner auf der ersten noch ausnutzen irgendwie? Dave Burns hält den Runner auf der ersten nicht kurz, also er spielt off the back. Ja, leider Benjamin nicht der schnellste im Team, wobei er sicherlich auch gut für den Stil wäre. Aber geht da auch kein. So, und jetzt ein langsamer Groundball. Sie warten lange hinten. Ja, Entschuldigung. Ja, und Christoph Forstner kann den Ball hier nicht schnell genug auf die Second Base bringen. Und da ein bisschen Nervosität dabei war. Er wartet sehr lange hinten. Wieder zuvor auf der Wanderer-Seite haben wir das schon gesehen. Den Ball muss man chargen. Ja. Wenn er den nach dem ersten Hop fängt und Richtung 1 wirft, ist das Spiel vorbei. Das stimmt. Damit bringen sich jetzt die Athletics selber ein bisschen in Bedrängnis. Aber ich glaube, das war einfach ein bisschen zu viel Nervenflattern gerade bei dem Ball. Eigentlich solide genau zu ihm gespielt, muss einfach nur ein paar Schritte nach vorne machen. Jetzt sind die Zuschauer auch am Start und das wird laut. Absolut, das Läufer, brauchen die Wanderers hier. Ja, Läufer auf 1 und 2, der Sevi. Ja, und Severin Schütz hier, der Winning Run. Nicht zu vergessen. Ein hoher Flugball, der aber foul zum Leiter Athletics foul geht. André Gruber dreht sich kurz um. Wäre natürlich ein gefundenes Fressen für ihn und ein bitteres Ende für die Wanderers. Aber nein, es geht weiter. Ja, 1 und 1 der Count. Ja, schön zu sehen, beide Dugouts stehen hier, klatschen, feuern ihre Teams an, die Tribüne ist munter. Das ist Finalfeeling. Ja, jetzt geht's um alles. Ja, bei jedem Pitch. Ja, der See wieder zeigt sich in guter Verfassung. 2 Balls, 1 Strike.
Ja, Stephen Johnson kommt hier mit dem zweiten Strike durch, damit 2-2. Super spannend hier. Die Luft zum Schneiden. Ja, die Spannung ist wirklich kaum zu übertreffen hier. Man hört im Hintergrund auch vielleicht das Stadion, das jetzt wirklich komplett munter ist und den Sebi anfeuert. Und ja, starker Pitch von Stephen Johnson. Sebastian Schütz schafft es, den wegzufallen. Damit geht das At-Bat noch eine Runde weiter. Ja, wirklich fantastisch hier wieder, Junge. Die Nerven bei 8 ist ja, wirkt sehr ruhig, sehr konzentriert. Schwierige Situation natürlich auch für ihn. So, nächster Pitch von Stephen Johnson. Curveball, langsamer Groundball zu Martin Gruber. Und er wird ausgepuncht hier von First Base Umpire. Ja, die Athletics feiern. Das ist Win Nummer 3 in ihrer Tasche. Ein super knappes Bang Bang Play hier auf der First Base. Ossi Scharf entscheidet sich für aus. Das war wieder ein spannender Abend. Naja, 3-2-1 in der Serie. Wow, ja, knappes Spiel. Die Wanderers haben hier leider etwas zu spät wieder für den Kampfgeist entdeckt und haben hier eine Offense sich zum Wehr gesetzt und Stephen Johnson was abgetrotzt und die Defense unter Druck gesetzt. Das war einfach ein bisschen zu spät und ein bisschen zu wenig. Das ist schade, aber geht natürlich komplett in Ordnung. Stephen Johnson hier mit einer fantastischen Partie, wirklich klasse Spiel gepitcht hat. Und damit 3-1 und für die Athletics, die morgen die Meisterschaft klar machen könnten. Ja, aber wieder ein Spiel, das man sich nur wünschen kann für eine Finalserie. Auf jeden 4-2, ja. Unglaublich gute Defense-Leistungen auf beiden Seiten, auch die Offense an den richtigen Stellen da bei beiden Teams. Ja, echt spannend zum Zusehen. Auf jeden Fall, ich glaube, das haben die Zuschauer jetzt auch genossen, egal ob Wanderers oder Athletics-Fan, das war ein geiles Baseballspiel, das wir da jetzt gesehen haben und kommentieren durften. Da ging es wirklich um alles. Also, das war schon wow. Ja, Martin muss noch mal kurz durchschnaufen. Ja, aber er hat schon richtig gesagt, morgen haben damit die Athletics um 14 Uhr übrigens, ich hoffe, ihr seid wieder dabei, die Chance, sich selbst zum Meister zu machen. Die Wanderers werden versuchen, die Serie zurück nach Atlanta zu drücken. Zwischendurch, wer sich wundert, warum die Teams hier nicht abklatschen, es hat nichts mit einer Rivalität der Teams oder sowas zu tun. Man klatscht einmal pro Serie ab. Die Serie ist noch nicht vorbei. Wir sind morgen hier noch in Wien bei Spiel 5 und freuen uns darauf. Ja, Marti. Ja, das war's. Ich glaube, wir können heute an der Stelle Wahnsinn. Auch wieder Schluss machen. War wieder lustig mit dir. Ich freue mich auf morgen. Ich freue mich auch auf morgen. Ich hoffe, dass ihr wieder alle schön einschaltet und mit dabei seid, wenn ihr hier ins Game 5 geht, des BLA-Finals. Ja, und damit entlassen wir euch jetzt erstmal in die Freiheit zurück, abseits des Internets und des Livestreams. Genau, ein letzter Punkt noch, es wird sicher noch Postgame-Interviews geben, also schaut, dass ihr, bleibt noch kurz dran, das werden wahrscheinlich eigene Videos auf Facebook werden. Der Johannes Godler wird sich hier die Keyplayer und vielleicht auch die Coaches der beiden Teams holen. Ja, und das war es auch von meiner Seite eigentlich. Wir sagen vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Danke für die Beteiligung auch bei Social Media. Und morgen kurz vor 14 Uhr bitte, 2 Uhr Nachmittag, sind wir wieder live für euch da und freuen uns auf euch. Genau, dann schönen Abend euch noch und wir sehen uns morgen wieder. Tschüssi. Ciao.